Und damit moin moin und ganz herzlich willkommen am Sonntagabend zu Hardcore Colonization. Nachdem wir jetzt anderthalb Wochen pausiert haben, geht's nochmal zum Abschluss des Urlaubs weiter endlich. Und wir werden uns heute in Richtung des Moons aufmachen, das erste Mal. So, bevor wir das tun, aber erstmal ein ganz liebes Hallo an diejenigen von euch, die schon da sind. An den Mickey, an den Craxis, an Jojongs, Antrax, Marvel, den Schnorpel, den Mimir, den Arnold und den Neo, den Torbuck, den Damon, den Tunda, den Rocky Raccoon, Nayat, Hugo, Iborg, Jojo, Borki und Honey Süß. Hi, schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr hattet ein tolles Wochenende. Ich hoffe, ihr habt alle eure Apollo Lunar Modules fertig gebaut. Heute wird's das erste Mal hoffentlich auf unserem sondenbasierten Mondprogramm interessant, dass wir es abschließen. Also um euch nochmal abzuholen, es waren jetzt anderthalb Wochen, wo wir stehen. Wir haben ja das Moon Probes Program angenommen. Und das Moon Probes Program gibt uns dicke, dicke Geldboni, wenn wir Sachen machen, die mit dem Moon zu tun haben. Nämlich alle Milestones bekommen plus 400%. Alles andere bekommt minus 80%. Das heißt, Fokus auf den Moon macht total Sinn. Und es ist wahrscheinlicher, dass wir Verträge empfangen, die mit dem Moon zu tun haben. Und wir sollen Probes in drei verschiedenen Biomen auf dem Mond landen. Genau, und last but not least bekommen wir dafür natürlich dann Kohle und ganz viel Reputation, wenn wir das schaffen. Parallel noch ein paar Verträge, das heißt, wir machen das jetzt erstmal unbekörbelt weiter. Dafür haben wir auch schon ein bisschen Technologie eingesammelt und bevor wir loslegen, würde ich nämlich mal gucken, ob wir noch weitere Moon-Verträge haben. Wir haben nämlich schon aktiv Bring Moonstone Back With You. Das kriegen wir, glaube ich, erst später hin, wenn wir bekörbelt hinfliegen, weil ich glaube nicht, dass man ohne Körbel Steine einsammeln können. Science Data from Surface of the Moon. Das sollte kein Problem sein. Man probes sowieso nicht. Und Damon fragt, bleibt die Streamrate nächste Woche genauso hoch oder ist das nur ein Fehler von Streamen ist? Wenn du meinst, wie häufig ich streame, das war jetzt noch Urlaub. Das heißt, nächste Woche wird alles wieder ein bisschen normaler. Nächste Woche streame ich wieder am Donnerstag und am Sonntag, weil ich Montag und Dienstag auch direkt erstmal unterwegs bin, zwei Tage. So, was haben wir denn noch hier? Chickadee. Was ist das denn für ein Landing Engine? Also Explore the Moon können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Das ist Land on the Moon, Return to Kerbin from the Surface of the Moon. Das werden wir in nächster Zeit erledigen. Ich weiß nicht, was das Chickadee ist. Wenn das ein sinnvoller Antrieb ist, ich muss mal gucken. Vielleicht haben wir den ja schon. Dann können wir eventuell... Moin, Zero Dissos. Moin, schön, dass du da bist. Und können den eventuell annehmen. Ich weiß nur nicht, was das sein soll. Der sagt mir jetzt auf Anhieb erstmal nichts. Meistens ist der aber nur ein, zwei Tech-Stufen. Vielleicht sehen wir ihn schon. Ich will nur nicht... Ich muss den sonst einmal googeln. Ich will mir nicht irgendwie ein 10-Tonnen-Triebwerk aufhalsen. Chickadee Landing Engine. Come on, put these engines could technically be used elsewhere. The Chickadee is high trust and high pitched, but certainly service and efficiency. A product version is also available. Okay. Das Ding wiegt 0,08 Tonnen und benutzt Monopropellant. Das könnte man natürlich mitnehmen, ne? 0,08 Tonnen. Den machen wir. Den Testvertrag machen wir. Was sollen wir dafür machen? Orbiting the Moon. Okay, den nehmen wir mit. Das ist gutes Geld. Das ist wirklich gutes Geld. Schönen guten Abend an Kashemil, an Euphor, an Gaming Cookie Hi und natürlich auch an den Scharabel Pablone. Ich nehme jetzt erstmal einen Schluck Wasser und dann würde ich sagen, fangen wir an zu basteln an unseren Moon Probes. Ich glaube, parts-technisch sollten wir ganz gut aufgestellt sein. Vielleicht noch hier und da noch mal was kaufen. Wir sind aber insgesamt relativ gut vorbereitet. Und da kommt der Herr Major direkt reingeschneit.
mit 25 Zuschauern. Schönen guten Abend an euch. Habt ihr fertig, TFT? Teamfight Tactics. Für mich ist TFT immer noch ein Monitor, muss ich sagen. Wie war's denn? Hattet ihr einen schönen Nachmittag? Könnt ihr mich überhaupt schon hören? Oder ist der Alarm schneller als der Raid? Okay. Das wäre mal so eine Probe als Idee. Wir nennen sie mal Moon Probe 1. Aha, schönen guten Tag. Ist er ja. Juhu. Hallo, Herr Major. Jetzt aber. Na? Alles gut gelaufen? Ich habe heute echt lange zugelurkt, aber ich habe das Spiel immer noch nicht verstanden. Ich verstehe nicht, was du da spielst. Das ist mir alles zu hoch. Das ist mir alles viel zu anspruchsvoll. Also, ich muss mal auf die andere Szene gehen. Zip, damit ihr auch seht, was ich einpacke. So. Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen nochmal an den Herrn Major und seine Raid-Truppen. Schön, dass ihr vorbeischaut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Nachmittag und habt dort schön TFT gespielt, auch wenn ich immer noch nicht verstanden habe, worum es in dem Spiel geht. Habe ich gesehen, dass du es gespielt hast. Kleiner Hut, kein Hut. Schwierige Frage. Kleiner Hut oder kein Hut? Habe ich überhaupt kleine Tanks? Kann ich diese Tanks runterskalieren? Ja, das heißt, wir können prinzipiell relativ kleine... Nee, da scheitert es dann. Richtig. Den können wir scalen. Den könnten wir scalen. Aber den nicht. Was ist denn los mit dir? Terrier, auf dich ist kein Verlass. Auf dich ist wirklich kein Verlass. 305 im Vakuum. 320 im Vakuum. Schach für Erwachsene. Okay. Ja, ich glaube, es liegt auch an mir. Es liegt einfach an mir. Zack. Obwohl der so eigentlich ganz gut funktioniert, ne? Ist so besser als ein kleingescalter 278 Delta V versus 1100. Ja gut, what? Ach so, wir sind Kerbin Atmospheric. Wir müssen natürlich... Wir sind nicht Kerbin Atmospheric. Irgendwas verwirrt mich hier gerade. Wieso hat der... Hier steht eine andere Zahl. Die Frage ist jetzt, wie viel hat er denn? Aber das ist trotzdem noch effizienter. Trotzdem so noch effizienter. Wollen wir eine kleine Stufe fliegen? Wollen wir tatsächlich eine kleine Stufe fliegen? Eigentlich macht es Sinn, kleine Probes zu fliegen. Damit haben wir viel weniger Probleme. Und ich habe auch schon... Habe ich schon Nutzlast-Fairings? Ich habe natürlich noch keine Nutzlast-Fairings. Das macht also auch total Sinn. Habt ihr es gestern geschafft? Wenn du den Apollo-Build meinst, also das Landemodul, das haben wir gestern fertig gebaut, ja. Schönen guten Abend auch an Cruise Alexa. Hi. So, okay, ich fange jetzt erstmal an mit den normalen Sachen, die wir auf jeden Fall brauchen. Wir müssen auf jeden Fall... ...eine Batterie mitnehmen. Wir sollten auf jeden Fall... ...ein Reaction Wheel mitnehmen. Auch wenn das diesen komischen Grafikbug hat. Warum hat das diesen Grafikbug? Hör auf damit, diesen Grafikbug zu haben. Und ich überlege gerade, machen wir das dazwischen. Wir sollten die Experiment Storage Unit mitnehmen, damit wir Experimente einsammeln können, tatsächlich auch und dann mitbringen. Dann müssen wir das nämlich nicht alles
in einem Schwung machen. So, und dann war das eigentlich mein Return Module. Kleinen Heatshield haben wir. Man könnte tatsächlich noch überlegen. Ah, das machen wir einfach nicht. Es sieht einfach schlecht aus und deshalb machen wir es einfach nicht. Wir leben damit. Der hat doch ganz minimal. Hat er doch, oder? Ja, ganz minimal kann er sich drehen. Das muss reichen für heute. Hi Crazy, na? Schöne Grüße an deine, an die Mutter von X-Brady. Wie auch immer sie heißt. Frau X-Brady 01. Don't know if this worked out. So, Parachutes. Wir brauchen einen Parachute. So, mit einem Fallschirm oben drauf sollte das langsam auch funktionieren. Dann brauchen wir last but not least natürlich eine Antenne für das Ding. Ich überlege nur gerade, brauchen wir sie noch, wenn sie hier dran ist? Dann ist es eigentlich auch schon fast egal. Das heißt, wir könnten die Antenne eigentlich eine Stufe tiefer bauen. Das heißt, das hier wäre eigentlich unsere, ich sag mal, Rückkehrstufe nachher. Also das, was übrig bleibt und wieder eintritt. Und wir packen da jetzt mal einen Decoupler drunter. Ich habe doch schon so kleine bestimmt, oder? Ich habe nicht so kleine Decoupler. Interessant. Zum Glück kann man skalieren. Wollte gerade sagen, der kleine Heatschild hat doch ein Dings, ne? So. So. So wird ein Schuh draus. Sehr schön. Okay. Und dann nehmen wir jetzt mal dieses Ding hier. Jetzt sagt der Delta-V-mäßig gar nichts mehr, weil er völlig verwirrt ist. Jetzt haben wir 1000. Delta-V bei. Na, 15er Trust Rate Ratio. Heftig, heftig. Völlig übertrieben. Aber okay. Okay. Ach, siehst du, stimmt. Solarmodule sollten wir vielleicht hier oben mit anbauen. Ich gucke die ganze Zeit schon sehr skeptisch auf dieses Solarmodul. Das macht 2,0. Tranquility Base here. The Eagle has landed. 0, also statt 0,3 macht das hier halt 2,0 Electric Charge pro Sekunde. Ich glaube, es ist aber ein bisschen größer. Und Captain Muscrash, vielen lieben Dank für den Resub. 15 Monate in Folge. Dankeschön. Und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Aber ich glaube fast, wir tun uns mit denen hier einen größeren Gefallen. Ich will die aber mal kaufen. Ich will die anderen kaufen. Ich will sie kaufen. Wir wissen, wie groß die sind. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Truss oder Flat? Die sind ein bisschen größer. Okay. Ich guck gleich nach, was war. Ist bestimmt total wichtig. Aber warum sind denn die Trusses so weit außen? Das muss irgendwo bestimmt auch ran, an irgendeinem Truss-Bauteil. Gut, okay, die sind für jetzt noch nichts. Aber wir haben sie schon mal. Ihr wisst ja, haben ist besser als brauchen. Dann können wir hier die Solarpaneele anbauen. Dann haben wir da auf jeden Fall in alle Richtungen so ein bisschen Strom. Und wir machen das folgendermaßen. Wir bauen die hier hin. So, ich bin gleich bei euch. Ich lese gleich, was passiert ist. Ich muss hier nur kurz fokussiert arbeiten. Dann stellen wir die nämlich so ganz leicht an. So. Dann hat das aerodynamisch bestimmt totale Vorteile. Vor allen Dingen ziehen die aber Strom von oben, was Sinn macht, wenn wir auf dem Mond stehen, wo die Sonne wahrscheinlich von oben scheinen wird. So, jetzt aber.
Kenia Freak, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Körbonauten. Und der Chris hat den 12. Monat vorgemacht. Herzlichen Glückwunsch, Chris. Ein Jahr, die goldene Rakete ist digital erreicht. Wenn du sie analog auch haben möchtest, müsstest du mir mal deine Adresse zukommen lassen. Dann schicke ich dir gerne deine wohlverdiente goldene Rakete zu. So, und dann haben wir hier eigentlich mehr oder weniger tipptopp. Ja, das ist eine Return-Stufe, ne? Das ist eher so der Bereich Rückkehrstufe. So. Lass mich mal überlegen. Wir brauchen 600 und ein bisschen. 600. Ach, jetzt. Das letzte Mal hatte ich noch den Real Solar System Plan gesucht. Das kommt davon, wenn man aufräumt. Jetzt brauche ich den anderen, aber es ist Delta VMAP ist, glaube ich. Warte mal, ich habe ja. Ich kann mir mit meinen eigenen Befehlen helfen hier, oder? Zack. Moon sind 580. Okay, das wird ein bisschen knapp zu landen und wieder hochzufliegen mit dem. Das heißt, wir brauchen noch eine Landestufe. Das wäre dann eher so die Return-Stufe. Okay. Danke, Anonymous, für das Gifted-Sub an Nightbot. Nächstes Mal gerne auch an Zuschauer, aber vielen lieben Dank. Der Gedanke ist nett. Okay, jetzt brauchen wir auf jeden Fall nochmal einen Decoupler. Und jetzt müssen wir mal gleich schauen, wie wir das hier. Achso, wir brauchen noch Beine. Landebeine. Ja, die machen wir da oben ran, auf jeden Fall. So. Und da kommt noch ein Resub vom Mr. Penguin King, 2. Monat. Vielen lieben Dank. Danke für den Resub und weiterhin natürlich auch dir ganz viel Spaß beim Zugucken. So. Zack. Das ist jetzt richtig. Ja, von der Höhe her. Ah, das ist ein bisschen ärgerlich, dass das Triebwerk so lang ist. Das ist ein bisschen ärgerlich. Auch ein bisschen kürzen. Das gefällt mir, glaube ich, besser als. Ah, nee, das nervt mich gerade. Das nervt mich, dass wir da rumklippen müssen. Das werde ich nicht so tun. Wir werden also konzeptionell ein wenig anders arbeiten. So ärgerlich das ist. Haben wir schon Adapter von dünn auf etwas. Etwas breiter. Hast du mich mit KSP angefangen, kannst du nicht mehr aufhören. Das kommt in den besten Körbelfamilien vor. Wir machen das ein bisschen anders, weil das nervt mich mit den kleinen Bauteilen. Das ist einfach nicht vernünftig. Wir arbeiten mit einem Bay, damit wir das Problem nicht haben. Dann können wir da nämlich auch verhältnismäßig übertriebenen Fallschirm draufsetzen. Das können wir uns noch mal überlegen. Ich glaube nicht. 291. Der wiegt 100. 90, 191 Kilogramm. Was wiegt so ein Deckel da? 30. Okay. Relativ einfache Entscheidung, finde ich. Was wiegen die seitlichen Fallschirme? 180. Okay, dann ist auch schon wieder egal, ne? Dann können wir auch die Fallschirmspitze nehmen. Dann haben wir Aerodynamik und alles in einem. So, hier kommt jetzt der Propcore rein. Und unter den kommt noch eine Batterie drunter. Ne?
machen das No Caps Design. Dann haben wir hier nämlich ein bisschen Platz dazwischen. Okay, gefällt mir schon besser. Jetzt müssen wir nicht mehr so viel hin und her wursteln. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, wie arbeiten wir das Ganze aus in Bezug auf unseren Bezug auf unseren Scientific Return. Ich überlege gerade, ob wir ihn irgendwie seitlich reinpacken. Oder wir machen es so. Machen so eine mehr oder weniger geschlossene Struktur. Zack. Könnte sogar noch irgendwas drunter. Was kann man hier noch schön drunter stecken? Hier könnte man jetzt tatsächlich ein Reaction Wheel noch reinpacken. Einfach, weil es geht. Weil dann sieht das auch nicht ganz so. Guck mal, jetzt sind die Lampen außen dran. Das ist okay für mich. Irgendwas hat das Scaling-technisch nicht gut funktioniert. So, und wenn wir hier jetzt ein Heatshield dran machen, dann sollte das hoffentlich vom Gewicht her die ganze Sache so nach unten ziehen. Was wiegt wie viel? Können wir damit noch Gewicht verschieben? 0,01 Tonnen, 0,1 Tonnen. Ja, das nimmt sich alles nicht viel. 0,05 Tonnen nehmen, ist egal. Okay, Heat Shield. Heat Shield dran, fertig. So, dann haben wir jetzt nämlich hier ein relativ einfaches Gefährt. Und eigentlich müsste das mit einem entsprechend effizienten Triebwerk, wie zum Beispiel diesen Terrier, uah, beinahe reicht, ganz gut funktionieren. Bowtail wäre gar nicht so schlecht in dem Falle. 625 Meter pro Sekunde. Was ist denn heute los? Irgendwas stimmt hier. Ach, verdammte Axt. Jetzt, ich frage mich die ganze Zeit, warum die so unterschiedlich sind. Man muss es natürlich einfach mal auf Vakuum umstellen. Das ist so gern gemachter Fehler. Sehr gut. Okay, das sieht doch schon ein bisschen anders aus. So, und mit dem flachen Motor können wir auch ein bisschen schöner diese Rakete landen. Dachte, es beginnt um 8. Nee, um 18 Uhr. Aber ich habe einen ganz großen Tipp für euch. Wenn ihr mal oben guckt, da wo ihr den Follow irgendwann mal gelassen habt, da gibt es so eine kleine Glocke. Die kann man einschalten. Und wenn man die einschaltet, wird man benachrichtigt, wenn der Stream online geht. Apropos benachrichtigen, ich könnte mal noch Twitter anhauen, ne? Gut, dass ich mich selber daran erinnert habe. Das kann ich sehr empfehlen, wenn man das sonst nicht so auf dem Schirm hat, wann die Streams losgehen. Ansonsten Ausrufezeichen Kalender ist natürlich immer eine ganz gute Nummer. Der Neo hat es auch gerade schon in den Chat gehauen. Na komm. Zack. Damit könnt ihr auf jeden Fall immer sehen, wann Streams sind. Und Madencore, vielen lieben Dank fürs Follow. Auch dir ganz herzlich willkommen bei den Kyrgonauten. So, das sollte reichen, dass wir hier landen können. So, das ist unsere Mondlanderakete. Das ist eigentlich schon viel mehr als das. Jetzt brauchen wir aber noch, damit das Ding funktioniert, auch eine Antenne. Und ich glaube, die High Gain ist dafür gar nicht schlecht. Wir müssen ein bisschen gucken, wie wir die Manöver dann planen, dass wir da auch arbeiten können. Ich glaube, ich nehme den so. Und hier drüben machen wir noch eine Low Gain ran. Für den Startpart. So, und dann machen wir noch ein bisschen Strom. Dann ist die Sache schon wieder
Jo. So viel erstmal dazu, würde ich sagen. Kann es sein, dass die Alerts noch auf dein Bastel-Setup gestellt sind oder ist das ein neues Design? Tatsächlich habe ich mal überlegt, die ein bisschen kleiner zu machen und habe sie jetzt einfach mal auf dem Setup von dem Basteltag lassen, mit voller Absicht, um mal zu gucken, dass sie vielleicht nicht so sehr. Nicht so sehr die Sichtlinie blockieren. So, jetzt brauchen wir den großen Tank. Brauchen wir den schon? Eigentlich noch nicht. Eigentlich erstmal hier eine Upper Stage. Zack. 1091 Meter pro Sekunde. Das ist okay. Bauen wir uns eine große Stufe, mit der wir den Rest machen. Vielleicht ein Ticken größer, das ist ein gutes Feedback, das können wir mal probieren. Ich hatte vor allen Dingen gedacht, ich nehme es mal aus dem Zentrum des Screens raus. Ich habe es jetzt mal ein bisschen größer gemacht. Wir werden ja beim nächsten Alert werden wir sehen, wie es funktioniert. Damit sie einfach nicht mehr das Zentrum des Bildes so stark bedecken. So, Swivel dran und Atmospheric sagt 114. Das heißt ein bisschen. Ah, wir haben noch ein Part. Verdammt. Mir gehen die Teile aus. Mir gehen tatsächlich die Teile aus. Damit starten wird ein bisschen dünn, glaube ich. Machen wir es ein bisschen anders. Okay, wir müssen Bauteile sparen. I see, I see. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Dürfte inhaltlich ungefähr auf die gleiche Rakete rauskommen. Und Torbak Junior, vielen lieben Dank für den Sub mit Prime. Dankeschön, ganz viel Spaß mit den Emotes und ja, weiterhin viel Spaß beim Zugucken. Wie groß war der Alert jetzt? Ich hab's verpasst. Ich hab's verpasst. So, jetzt sind wir Atmospheric bei 114. Was denn? Bastel-Lego, ja, der hat auch echt Spaß gemacht, auch wenn ich immer noch ein bisschen Ziehen in den Schultern habe. Okay, sieht gut aus. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir können es mal so probieren. Wir kommen damit. Ah, es wird halt knapp, ne? Es wird knapp. Jetzt müssen wir mal zusammenrechnen. Wir brauchen 3440, also sagen wir mal 3500 in den Orbit. 1000 zum Moon raus. Sind wir bei 4500. 300 für den Fang sind wir bei 4800. 600 für die Landung sind wir bei 5400. Wenn ich die Zahlen da so sehe. Also ich habe jetzt zwar ein bisschen großzügig gerundet, aber das wird arg knapp, damit wieder wegzukommen. Das wird arg knapp. Vielleicht muss ich ein bisschen zurückspecken erstmal. Und ich habe noch nicht mal Experimente mit dabei, ne? Also ich denke, das Problem liegt natürlich hier oben irgendwo. Hier bin ich eigentlich einverstanden mit dem Ding. Das war mein Notepad. Das war mein Notepad. So. Wir müssen ein bisschen Teile sparen. Teile sind bei mir das große Problem gerade.
Zack. So, dann nehmen wir die Batterie, brauchen wir auf jeden Fall. Um die kommen wir nicht drum herum. Und das Science-Ding auch nicht, weil ich will ja auch noch Experimente mitnehmen. Ich will ja nicht nur da landen können, um zu sagen so, hey, guck mal, ich bin gelandet. Klasse E-Brocken auf den Mond gecrashed. Ärgerlich, ja, die sind aber auch schwer zu handeln. Die sind richtig schwer zu handeln. So, das ist erstmal so die Return Probe an sich. Jetzt können wir hier noch den einen Hitzeschild rausnehmen, der noch hängt. Zack. Jetzt ist die Frage, ich habe halt noch keinen so richtigen Adapter dafür. Ich kann probieren, ob ich den skalieren kann. Das würde ja schon mal helfen. Yes. Noch ein bisschen kleiner. So, dann können wir nämlich aerodynamisch arbeiten. Hallo? Willst du nicht scalen? Why you no scale? Warum auch immer, eben hat er es noch. Ich nehme mal einen frischen. Warum skaliert er jetzt nicht mehr? Ich habe doch eben noch genau diese Form von Adapter runterskaliert. Wollte mich trollen. Kleiner. Oh, jetzt tu das. Holy. Holy cannoli. Zack. 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 Damit haben wir in der Upper Stage natürlich auch deutlich mehr Delta V. Was prinzipiell eine gute Sache ist. Dann können wir nämlich viel mehr damit rumfliegen. So, die Dinger würde ich dann nach oben setzen, damit wir sie direkt schräg bekommen. Das ist ja ein netter Gratis-Move dazu. Korrektur hier. So nehmen wir das, glaube ich. So nehmen wir das und behalten das auch. So, jetzt haben wir nämlich noch 5 Parts frei. Das ist schon mal nicht so schlecht. Jetzt versauen wir uns als allererstes mal noch ein bisschen hier oben die Delta-V-Bilanz, indem wir da noch im Labor dazwischen knacken. Sind aber immer noch bei 6100 Delta-V. Das sieht schon mal ein bisschen besser aus. So, jetzt kommt der unangenehme Kram. Wie weit übertreiben wir es? Das macht aber in der Symmetrie extrem Sinn. Ein Thermometer. Das wiegt ja eigentlich nichts. Ein Prismabarometer. So. Teile Ende. Ich bin super skeptisch, muss ich sagen. Zumal er halt auch kippen wird, ne? Sagt der Atmospheric 117. Wollen wir es trotzdem probieren? Das kann hinhauen. Wenn ich sauber fliege, kann das hinhauen. Aber es wird schwierig, glaube ich. Und 2000 hier. Wir probieren es. Das kann ein Erfolg. Die ist nicht so teuer, dass man es nicht probieren könnte. Gebäude-Upgrade für mehr Teile. Das Problem ist, dass ich das Gebäude-Upgrade im Moment nicht bezahlen kann. Wir haben jetzt hier knappe 400.000. Ich save das mal kurz. Und ich meine, das Gebäude-Upgrade, das erste sind 750k. Nach der Mission könnte das hinhauen. Aber ich meine, es sind 750. Ne, 450, okay. Aber es reicht halt trotzdem noch nicht. Nach der Mission würde es hinhauen. Nach dieser Mission.
Ich glaube, ich reduziere noch ein bisschen das Gewicht da oben dran. Ich überlege gerade, ob wir unbedingt das Labor mitnehmen müssen. Es wiegt halt echt viel, ne? Wisst ihr was? Wir lassen das Labor diesen Flug noch weg. Weil damit kann ich was anderes sicherstellen. Also erstens haben wir dadurch deutlich mehr Delta V. Zweitens habe ich dann ein Bauteil übrig. Und mit diesem einen Bauteil, so lächerlich das klingt, würde ich gerne so eine Startrampe anbauen, damit mir das Ding nicht direkt auf dem Launchpad umkippt und kaputt geht. So. Rocky Raccoon, vielen Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kyronauten. So. Ich glaube, damit kann man arbeiten. Staging checken. Sieht soweit alles gut aus. Dann probieren wir es einfach mal aus. Mal gucken, ob wir es schaffen. Vernünftig fliegen. 119 ist nicht super gut, aber es ist halt auch nicht super fatal für einen Anfang. Wird reichen müssen. Los geht's. Los geht's. Okay. So, Baumodus Ende. Und dann gucken wir mal, ob wir das Ding zum Moon bekommen und auch wieder zurück. Oh, schöner Start in der Dunkelheit. Kann man auch mal machen. Okay, wir machen jetzt erstmal einen Start in den Orbit und dann gucken wir von da aus mal weiter. Ich bin gespannt. Los geht's. Fliegt schon mal, zumindest schon mal nach oben. Das ist ein gutes Zeichen bei einer Rakete. Habe ich gehört. Wenn es nach oben geht. Ratio geht auch relativ schnell vorwärts. Wir müssen jetzt ein bisschen Speed aufbauen mit der Stage, weil ich glaube, die nächste wird nicht so der Superhammer werden. So, ich fange jetzt an, hier einen Gravity Turn einzuleiten, aber ich wollte erstmal ein bisschen Speed nach oben kriegen, weil das nächste Triebwerk super stark von der Atmosphärendichte abhängt, was die Leistungsfähigkeit angeht. Von Höhe. Höhe. 0,5. Ach du Scheiße. Nee, wird nix. Das können wir so knicken. Das können wir so knicken. Ah, wir können die Probe noch versuchen zu retten. Ach, das ist ja ärgerlich. Das funktioniert nicht. Das habe ich mir ein bisschen zu einfach gedacht, glaube ich. Parachute und na gut. Ach, ärgerlich, ärgerlich. Ich komme nicht hoch genug mit der ersten Stage. Aber ohne die wissenschaftlichen Experimente macht es auch recht wenig Sinn. Kriege ich die Bauteile her? Da wären noch welche. Also ich überlege gerade, wo ich einspare, um an Bauteile ranzukommen. Ich glaube, ich werde die Landebeine kappen. Denke, das macht Sinn. Damit können wir uns dann noch mal ein bisschen Bauteile. Das sind schon mal 4 Stück.
Genau, Landebeine raus. Damit können wir unten eine Booster Stage dazu bauen. 1, 2, 3, 4. Ja, das müsste hinhauen. So, ein bisschen was recovered wenigstens. Ist nicht doll, aber ist ein bisschen Kohle. Ist ja besser als nix. Besser als nix. So. Also, Landebeine brauchen wir nicht zwingend. Das ist tatsächlich, können wir auch vorsichtig landen. Die Rakete ist auch nicht so hoch. Vier Bauteile gespart. So, Solarpaneele. Wenn wir ein bisschen effizient arbeiten, reichen uns zwei. Die Safety-Antenne können wir auch wegnehmen. So, damit haben wir jetzt sieben Bauteile frei bekommen. Okay. I think. Wie können arbeiten wir das? Ein Bauteil verbraucht. Nehmen wir zwei seitliche Kappler. Nee. Das Ding muss mal in eine andere Richtung gucken. So. Ordentliche Booster dafür. Oder wäre sogar noch Platz für aerodynamische Böbel. Das sollten wir fast machen, damit wir so effizient wie möglich unterwegs sind. So, und jetzt gucken wir mal, wie gut oder schlecht das ist insgesamt. Das hat am Anfang 1,99 Trust-Weight Ratio. Und wir sind auch auf Sea-Level gestellt, alles klar. 1,5. Jo. Ungefähr 1,5 klingt gut. Damit hämmern wir das Ding erstmal nach oben. Das hier ist unsere Unterstützung fürs Steuern. Und das macht insgesamt 7.900 Delta V. Das sollte locker flockig reichen. Eigentlich sogar schon übertrieben. Wir könnten. Aber wir müssen nicht. Wir könnten diese Stage kürzen, aber ganz ehrlich, wir müssen es nicht. Damit kommen wir auf jeden Fall auf Höhe. Okay, weil Gewicht ist nicht unser Problem. Wir nehmen lieber das Zusatzgewicht mit, weil wir sparen keinen Bauteil, wenn wir hier einen kleineren Tank anbauen. Joa, in der Theorie eine super Idee. Mal gucken, wie es sich praktisch so fliegt. Und Hi Wöller. Na, ohne Solar geht's glaube ich nicht. Also ganz ohne Solar wird's schwierig. Denke ich. Reicht noch für mehr Experimente? Ich hab ja alles mit dabei. Also ich habe ja den Sammelcontainer. Das heißt, dieses und dieses Experiment kann ich so oft benutzen, wie ich will. Ich habe zweimal Schleim und ich habe sonst. Also wenn, dann würde ich den mitnehmen. Und das Problem ist, ja, im Prinzip könnte man sowas hier tun und sagen, ist mir doch egal am Anfang die Aerodynamik. Oder oh, dafür werde ich mich, glaube ich, hassen beim Start. Ich glaube, dafür werde ich mich hassen. Aber auf der anderen Seite bringt es halt unheimlich viel Science mit rein, ne? Das Stehen wird ein bisschen schwieriger. Probieren. Okay. Okay. Maximize all the signs, aber das, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich werde es bereuen. Ich glaube wirklich, ich werde es bereuen. 7. Ist auch noch okay. Zack, zack.
Ja, auf geht's. Neuer Anlauf, neuer Anlauf. Wenn wir die jetzt über die Startphase rüberkriegen, also aus der Atmosphäre raus, dann ist das eigentlich ein super Gefährt. Dann ist wirklich viel Wissenschaft mit drin. Ich bin mir nicht sicher, ob wir sie durch die Startphase durchbekommen, ehrlich gesagt. Da bin ich super skeptisch, aber wir werden es gleich sehen. Los geht's. Lass jetzt mal ein bisschen Schwung aufbauen. Ich gehe jetzt schon mal direkt auf den Drittelschub zurück mit dem Haupttriebwerk, dass wir erstmal die Booster arbeiten lassen. Ich nur so ein bisschen Korrektur mit reinbringe. Ich will es eigentlich im Moment nur für so ein bisschen Kontrolle haben und noch nicht zu viel Sprit verbrennen, weil wir eh sehr aerodynamisch ineffizient sind im Moment. Das wird erst besser, wenn die Booster weg sind. Das heißt, es schadet im Moment nicht, dass die Kiste so ein bisschen niedrig brennt. Und wir nehmen schön Höhe, aus der Atmosphäre rauszukommen. Ich begleite ihn nur so ein ganz kleines bisschen mit, was den Gravity Turn angeht. Das scheint ganz gut zu funktionieren. So, ich gehe jetzt auf Vollschub als Vorbereitung für den Booster Set. Bleib unten nicht zu weit runter. Okay, der Booster ist direkt zerlegt. Fliegt sich nicht super geil, fliegt sich aber auch nicht ganz schlecht. Ein Flügelchen vermisse ich ein bisschen. So, ich glaube, es ist okay. Ist echt finster wie ein Bärenarsch, oder? So flugmäßig. Moment, kurzer Viewer-Service. So, dann seht ihr nämlich auch, was ich hier treibe. Das Ding soll sehr zeitig oder auf jeden Fall zeitig genug ausklappen. Noch geht es über den Probe Core, denke ich. Also über die interne Antenne quasi. Ich muss auch bald mal ein Satellitennetzwerk bauen, glaube ich. Das wird nicht ewig gut gehen. So, wie viel Thrust Rate hat das Ding hier schon? 0,72. Das ist gar nicht schlecht. Können wir jetzt hier mit der Nase runter? Ah, vielleicht nur wegen 20%. Ist okay. Traue ich mich schon, die Antenne rauszupacken? Ich glaube ja. 40 Kilometer müsste hinhauen. So, jetzt sind wir mit der Antenne nämlich auch schon mal safe. 0,84 Thrust Weight. Ich glaube, das passt. Schauen wir mal. Ich glaube, wir haben das Schlimmste hinter uns. Electric Charge hält auch erstmal durch auf der Batterie, bis wir dann wieder Sonne bekommen. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Aber wir sind gleich bei 1er Thrust Weight Ratio. Also wir kriegen die Kiste auf jeden Fall gefangen. Das sieht richtig gut aus. Ich frage mich, wie man so eine Erfahrung bekommt. Lange spielen. Wirklich lange spielen. Glaub mir, ich habe es nicht studiert oder so. Ich spiele einfach seit, ich weiß es nicht, 5, 6 Jahren. Sehr, sehr viel KSP. Irgendwann weiß man. Irgendwann hat man einfach jeden Fehler gemacht und weiß deshalb, was man ändern muss. Das ist tatsächlich eine reine Erfahrungssache. Da ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich bin jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchem Können gesegnet, was nicht jeder von euch auch lernen könnte. Das ist einfach nur. Das ist einfach nur üben, üben, üben. So.
Verlassen wir gleich die Atmosphäre. Geschwindigkeit sieht sehr, sehr gut aus. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Und ja, Jungs, vielen lieben Dank für dein Abo, Resub. 21 Monate, auch bei dir bald die 2 Jahre voll. Dankeschön, Dankeschön. So. Ein bisschen Höhe brauchen wir noch, damit wir aus der Atmosphäre raus sind. Und das müsste sich auch jeden Moment ergeben. Auch ohne, dass wir groß die Nase hochziehen. Na? Jetzt hat es. So, Atmosphäre ist schon mal relativ clear. Ich werde ihm gleich noch einen ganz kleinen Schubs geben, solange wir noch Kontrolle haben. Obwohl, ich gehe so weit rum. Das muss eigentlich auch so funktionieren. So, wir wollen jetzt die Nase. Ach shit, Empfang ist weg. Ich will mit die Nase gar nichts mehr. Jetzt will ich erstmal warten, bis ich wieder Empfang kriege. Das ist der Haken, wenn man noch kein Sat-Netzwerk stehen hat. Das ist auf jeden Fall, sollte auf die Aufgabenliste mit drauf. Wenn das mit Moon heute gut läuft, mit unserer ersten Landung, sollten wir dringend in ein paar Satelliten investieren, damit wir dieses Start-Funkabriss-Problem nicht mehr haben. Das ist jetzt nicht die erste Sonde, mit der uns das passiert oder so. Die müsste hier, kriegt sie irgendwann wieder Empfang. Ja, jetzt. Okay, ich drehe mich jetzt mit der Nase schon mal ein bisschen Richtung Planet runter. Wir kommen nämlich rum und wir müssen eh in diese Richtung burnen und gleichzeitig drehen wir dadurch unsere unsere Solarpaneele auf dieser Schräge ein bisschen in die Sonne rein. Das heißt, wenn die Sonne dann kommt, sind die auch schon mal richtig ausgerichtet. Wir gehen so oft darum. Ich sag mal hier so irgendwo 50 bis 60 Grad. Die Neigung sollte ganz gut passen. Dann sind wir nämlich für die Sonne vorbereitet und sind auch für den Burn ungefähr vorbereitet. Dann müssen wir nur noch hoffen, dass da irgendwo eine Bodenstation ist, damit ich den Burn auch tatsächlich machen kann. Sonst können wir jetzt natürlich schon mal was wir jetzt machen können. Schieb uns schon mal über die 70 Kilometer. Also wir sind auf jeden Fall im Weltall. Tada! Stabil, das heißt, wir fallen nicht mehr runter. Obwohl das mit den paar 60 Kilometern auch relativ stressfrei gewesen wäre. So, jetzt kommt Strom. Auch dieser Plan ist aufgegangen. Was haben wir denn hier alles gekriegt? Oh, das habe ich alles noch gar nicht angenommen gehabt. Oder? Das war vom letzten Mal noch. Der Flyby. Sehr schön. Das hat uns auch finanziell wirklich gut vorwärts gebracht. Aber es fehlt halt noch ein Schwung und ich glaube jetzt. Ich glaube, ein Orbit hatten wir noch nicht gemacht, oder? Hatte ich letztes Mal schon Orbit gemacht? Ich glaube noch nicht. Ich meine noch nicht. So, komm, gib mir eine neue Station. Jawohl, sehr schön. Ah, sehr gut, auf der Insel ist was drauf. So, dann können wir jetzt den Orbit halbwegs zirkularisieren. Lass ich mir einen Reelshoot nicht öffnen. Da würde ich mal eine Repair-Installation machen. Das hatte ich bei Reelshoot ein, zwei Mal auch schon. Ansonsten halt Reelshoot runterschmeißen, einfach aus dem Mod-Setup. Es gibt ja auch genug normale Fallschirme. Es ist ja jetzt nicht so, als ob das spielentscheidend wäre. Glaube ich, die größte Bereicherung dieses Mod-Setups ist sicherlich nicht Reelshoot. So, jetzt brennen wir hier schnell mal noch
Den Orbit halbwegs rund, fertig. So, ab zum Moon. Oh, ich darf sogar schon Manöverplanung machen. Wie gut ist das denn? Ich habe ja schon richtig. Ach, deshalb ist aber meine ganze Kohle weg. Ich habe die ganzen Gebäude-Updates gemacht. I see, I see. Dann können wir jetzt richtig effizient in den Mondorbit einfliegen. Also Moonorbit in dem Falle. Können wir vielleicht nicht crashen? Ich versuche jetzt mal einen schönen flachen Überflug hinzukriegen. 17 Kilometer sieht doch gut aus. Lass uns den nehmen. Okay, wir sind mit dem Nasken in die Sonne ausgerichtet. Da kann uns nichts Schlimmes passieren. Wir haben die Antenne draußen. Du kannst die Info zum Einstellen nicht. Da musst du über die Action Groups gehen. Du musst mit RealShoot, wenn du diese Einstellung schon im Fab machen willst, musst du in die Action Groups rein und dann den Fallschirm anklicken. Dann ploppt das Fenster auf, um die Einstellung zu machen. Direkt geht's nicht. So, wir wollen zum Manöver. Auf geht's. So, dann schießen wir uns zum Mond raus. Das sah auch ganz gut aus, dass wir da wahrscheinlich gerade genau, ja, das Desert Airfield unter uns haben, was hoffentlich Funk anbietet. Sonst wäre es echt bitter. Da hinten ist auch der Moon gerade über dem Horizont. Sieht sehr, sehr gut aus. Ah, die Fallschirme aus dem Mod gehen nur, die aus den Standardschirmen nicht. Aber die Standardschirme kann man dann normalerweise später im Flug einstellen. Also hier einfach dann. Ich bin auch jemand, ich mache selbst die Real-Shoot-Schirme nicht im Assembly Building schon fertig. Sondern ich mache das tatsächlich immer erst auf dem Flug. Ist aber auch mal Gewöhnungssache. Ich benutze halt auch keine Action Groups. Ich bin generell, ich mag es vielleicht einfach nicht so komfortabel. Vielleicht ist das mein Problem. So, ihr Lieben. Ach, seht ihr, ich wollte heute mal probieren, ein bisschen Musikuntermalung laufen zu lassen. Habe ganz vergessen, die Musikuntermalung anzumachen. Ich mache sie jetzt mal an. Relativ leise. Da könnt ihr mir mal so nach ein paar Minuten Feedback geben, ob das irgendwie den Stream besser oder schlechter macht. So, unterwegs zum Moon. Also reicht nicht ganz auf dieser Stufe. Wir haben also dann noch ein Stage-Sap-Event vor uns. Dann sind wir aber auf der letzten Stage und die hat knappe 3000 Delta V für uns. Da müssen wir mal gucken, wie wir ohne eine saubere Satellitenabdeckung klarkommen hier. Ist das gar keine so schlaue Idee, das alles ohne ein SAT-Netzwerk zu machen. Vielleicht brauchen wir das vorher, müssen wir mal sehen. Aber jetzt probieren wir es erstmal so. Und ready to stage. Ganz kurz mal die Sache auf den Moon angucken. Singen die Kermits. Nee, es spielt Musik im Hintergrund tatsächlich. Ich habe gerade gesagt, ich wollte heute mal Musik mit einschalten, um mal von euch Feedback zu bekommen, wie das so funktioniert. Das Lied heißt All is one. So. Ups, das war fast ein bisschen knapp. Ich glaube, ich gehe noch mal ein bisschen
mit 100. Und Bierserker und Borki, vielen lieben Dank für euer Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kronauten. Schön leise Triebwerke hast du. Wenn ich die so niedrig fahre, sind die tatsächlich relativ leise, aber ich habe sie irgendwann auch mal runtergestellt gehabt, aber eigentlich waren die schon wieder Spacecraft ein bisschen lauter. Damit man noch ein bisschen was hört. Allerdings tatsächlich das Terrier, wenn man es nur minimal anmacht, ist unglaublich leise bei KSP. Das ist wirklich kaum zu hören. So, jetzt ein ganz kleines bisschen gehört. So. Eieieiei, da hat es uns aber auch direkt jetzt. Also, ich habe die Zündung ausgemacht. Ich habe gerade noch das Triebwerk ausbekommen. Das Löschen vom Manöver ging schon nicht mehr. Kontakt verloren. Aber da kam. Oh, da ist wieder der Kontakt wieder hergestellt. Ja, gut, dann werden wir jetzt mal sehen. Also, in der Theorie haben wir eine ganz gute Position, um Orbit zu zirkularisieren. Wir können knapp vorher brennen. Ich hoffe, dass wir in dem Moment Empfang haben. Das ist jetzt so ein bisschen ein Gamble natürlich. Ohne Manöver. Ohne Satellitennetzwerk. So, wie sind unsere Solarzellen ausgerichtet? Das sieht auch so schlecht nicht aus. Ich würde sie jetzt noch mal ein bisschen sauberer ins Licht halten. Damit wir auf jeden Fall Strom behalten, während wir Time Warpen. Oder falls wir den verlieren, dann wieder aufladen, sobald wir aus dem Shuttle rauskommen. Wenn ich eine polare Flugbahn einnehme, dann kann ich natürlich mehr Biome abkratzen. Also könnte man machen. Ich will jetzt aber tatsächlich eine Landung ansetzen. Und deshalb nehme ich jetzt keine polare Umlaufbahn ein. Weil ich damit Sprit spare, wenn ich jetzt auf der Äquatorebene bleibe und keine Korrektur mehr durchführe, auch wenn das minimal ist. Schon mal einen Sat nach oben schießen während dem Flug zum Mond. Es ist wahrscheinlich gar keine schlechte Idee, jetzt ein Netzwerk aufzubauen, ne? Genau. Und ja, Triermann, das natürlich im Orbit kann ich damit mehr einsammeln, aber wie gesagt, ich will eine Landung machen tatsächlich und das soll kein Biomabgraser sein. Weil die Geräte, die ich habe, sind alle noch nicht biomsensitiv. Das macht nur Sinn, wenn ich mit dem Kerbel fliegen würde, weil die EVA ist biomsensitiv. Da würde ich auf jeden Fall einen polaren Anflug machen, aber ich fliege ja noch unbekörbelt. Und ich glaube, wir machen das jetzt tatsächlich. Wir bauen uns jetzt schnell mal ein Satellitennetzwerk. Wir machen hier nur schnell eine Alarmglocke rein. Und zwar lasst uns die einbauen für den Sphere of Influence Change. So, wir haben einen Tag, 2 Stunden Zeit. Die nehmen wir uns jetzt schnell, um dafür zu sorgen, dass wir zumindest eine faire Chance haben, Empfang zu bekommen. Und dafür bauen wir uns ganz schnell ein paar Kommunikationssatelliten. Mit heißer Nadel gestrickt, diese Mission. Bauen und mal schnell. Ja, das ist aber keine Hexerei, was wir jetzt bauen. Tatsächlich nicht. Wie findet ihr die Musik? Mich nervt sie gerade ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Das Schöne ist bei so einem Satellit. Sehr bietig, die Mucke. Tja, jetzt ist die Frage, ist sehr bietig eine gute oder eine schlechte Sache, ne? Labert die ganze Zeit in die Musik rein. Mensch, die kann man es auch nicht recht machen, ne? Ist die Musik zu laut? Ist es nicht okay? Ist die Musik zu leise? Ist es nicht okay? Du bist einfach nur dagegen. Gib's doch einfach zu. Du bist einfach nur dagegen. So, das. Zack, 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 zack. Und dann machen wir obendrauf eine aerodynamische Kappe. Nur gegen dich. Okay. Bin nicht zu heftig, aber nicht zu. Ja. Ja, die Metal-Mucke ist tatsächlich zum Bauen, ist sie nicht so gut. Ich mach die jetzt mal gerade aus.
Ich will Ruhe bauen können. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn die hier so ihre Metal Riffs durchballern. So, zack, das Ding ist drin. Jetzt machen wir hier einfach. Wir machen es uns wirklich einfach. Wir bleiben beim einstufigen Satelliten. Und knacken da einen Terrier drunter. So. Und dann nehmen wir uns. Ich habe jetzt gelernt, die Dinger stacken. Voll gut. Ich wusste nicht, dass die stacken von der Reichweite. Ich habe auch erst durch das Kirbel-Chaos-Du gelernt. Naja, und dann machen wir es gleich richtig, oder? Wenn die Dinger stacken, dann aber keine halben Sachen. Dann klappen die noch mal um. Das ist ja voll witzig. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist voll gut. Sehr schön. Retract. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Woher weißt du, dass die Antennen stacken? Weil wir beim anderen Spiel dadurch dann mehr Reichweite rausbekommen haben. Also ich habe das auch nur gesehen. Da muss man den Wöller fragen, woher er es weiß. Ich habe es nur aus dem Spiel mitbekommen, weil der Herr Wöller gestackt hat. So, es ist halt die Gen 1. Gen 1 ist nicht besonders dolle. Eben weil sie die erste Generation ist. Da hat man noch nicht so tolle Antennen zur Verfügung. Deshalb machen wir jetzt einfach mal das Beste draus. So, zack. In der Beschreibung steht kombinierbar. Combinable, tatsächlich. Ah, okay. Die das Combinable haben, die sind. Guter Punkt, Neo. Guter Punkt. Sehr schön. So kann man es also rausfinden. Und noch was gelernt. Seht ihr, nach so vielen Jahren, ich lerne immer noch was dazu bei Caspi. Wir wollten noch Strom mitnehmen. Ich glaube, ich mach die Volldampf-Variante. So sollten wir eigentlich immer halbwegs Strom bekommen. So, dann einmal Upper Stage. Einmal Normalo Stage. Und weil ich faul bin, Booster unten runter. Ich glaube, es reicht jetzt schon, aber. Es reicht jetzt schon, aber egal. Oh, 30 verbraucht. Vielleicht darf ich das doch nicht machen. Weil wegen Start-Dingsbums. Komm schon. Eigentlich so zu mir. So, ich brauche nämlich noch eine Startrampe. So, Teile verbrauchen sich aber auch echt schnell, ne? Zack. Müssen auf jeden Fall als nächstes das Assembly Building. Basteln. So, zack. 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 So, los geht's. Auf geht's Richtung Orbit. Erster Kommunikationssatellit. Den werden wir jetzt relativ straight nach oben schießen. Der muss nämlich so ungefähr über dem KSC bleiben. Dann haben wir schon mal die erste Abdeckung. Den schießen wir also auf 3680 oder irgendwie sowas war's. Wir machen das dann mit den 24 Stunden ungefähr rund. 3600 Kilometer Höhe. Und jetzt geht's los.
jetzt ausnahmsweise mal einen relativ steilen Abflug machen. Einfach weil der wirklich auf Höhe gehen soll. Was, er liest mal wieder nicht? Gibt es vielleicht noch einen passenden Auftritt dazu? I don't know. Ich glaube, hier ist es nicht mehr drin. Jetzt ist es zu spät. Bin ich eh schon gestartet. Ist ein Körbentag nicht 6 Stunden? Natürlich ist ein Körbentag 6 Stunden. Wieso? Habe ich 24 gesagt? Ich meine 6. Oh nein. Weiter geht's. Ah, was ist los? Was ist los? Warum driftest du so? Warum driftest du? Auch so zu sein. Kleiner Satellit. Genau, es gibt gerade so Satellitenaufträge und so sind ganz oft Start a New Vessel. Und das ist dann natürlich, der Drops ist natürlich gelutscht, sobald man gestartet ist. So, jetzt können wir mal wieder gucken. Ich glaube, ich mach mal etwas gemixtere Musik an. Mal gucken. So, und Dorfdirk, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Körbernauten. Dein Like-Counter geht nicht. Was für ein Like-Counter? Das ist kein Like-Counter, das ist ein Success-Counter. Steht null da. Aber dann funktioniert er doch. Also ich stehe gar nicht, was du meinst, Alter. Bei Fail müsste eine 1. Oh, den habe ich den nicht mitbekommen. Ist das der eine abgestürzte Satellit gewesen? Wahrscheinlich ist das der eine abgestürzte Satellit. Krass, wie die nach hinten überklappt. Lustig. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir mit meiner überaus effizienten Flugart und Weise hier noch in Richtung der entsprechenden Höhe kommen. Müsste aber eigentlich ganz gut hinhauen. Rakete zieht mich ins Feld. Doch, doch. Die. Ich habe noch nicht mitbekommen, dass sie gemeldet worden ist. Das wäre, glaube ich, für den nächsten Satelliten so ein Fall, wo selbst ich sage, vielleicht mal eine Action Group nutzen. Irgendwie bin ich auch super ineffizient gestartet insgesamt. Gucken, ob ich das noch irgendwie nachher in einen halbwegs geosynchronen Orbit gerettet bekomme. Oder Körbensynchron. Geosynchron ist ja auch schon falsch. So, jeden Moment muss Sonne kommen. Sieht gut aus. Moin Snake! Na? Mir ist alles gut. Außer, dass ich gerade ein bisschen komisch gestartet bin irgendwie.
Ansonsten ist alles gut. Mal gucken, ob ich das hochgepumpt bekomme. Ich glaube nicht. Ich hätte ein bisschen flacher starten müssen. So. Achso, 2800 nur. Ist auch egal. Ist eh die erste Generation. Hauptsache, er hat gleich 6 Stunden dann. Dann wird er zwar ein bisschen hin und her wandern. Aber wir stehen sehr schön über den KSC. Das ist gut. So, jetzt müssen wir dann nur noch gucken. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den mit den paar Delta V noch auf so viel Zeit hochkriege. Ich bin schon froh, wenn er im Orbit bleibt. Orbit müsste klappen aus der Höhe. Ja. Orbit ist kein Problem. Jetzt schauen wir mal, wie viel Stunden wir noch rausgekratzt bekommen. Eher nicht 6. 5 kriegen wir noch. Noch mal ganz exakt auf die Upper Apsis, um so viel wie möglich noch rauszuholen. Fünf Stunden 33, das ist okay. Die nächsten müssen wir ein bisschen besser starten, aber okay. So. Sehen wir doch schon mal ein Relay. Aber die Moon Probe hat eine relativ. Ah, vielleicht hat die zu schwachen Funk, ne? Müssen wir mal sehen, ob das reicht. Aber es ist schon mal ein Anfang. Jetzt gehen wir mal zur Moon Probe und gucken, was die so sagt. Nee, alles gut. Du hast recht, ich hatte das falsch im Kopf gerade. Was sagt die empfangsmäßig? 100%. Also die geht noch im Moment komplett drüber, aber sie hat einen Pfad. Das ist doch schon mal gut. So, machen wir noch einen. Ich glaube, einen machen wir noch. Also 2868 ist auch richtiger. Ich habe aus irgendeinem Grund gerade 3600 gedacht. Ich weiß nicht, womit ich es verwechselt habe. Aber die 2800 stimmen. Ihr habt mehr recht. So, wir schießen noch einen zweiten hoch, den wir jetzt ein bisschen flacher schießen. Wir nehmen aber das gleiche Modell, nur dass es jetzt halt der Zweier ist. Obwohl, den können wir eigentlich auch einfach umbenennen dann unterwegs. Das hat nämlich ganz gut funktioniert, fand ich. War in Ordnung. Wir müssen nur ein bisschen mehr um die Kurve fliegen. Jetzt haben wir auch eine Abdeckung durch einen anderen Satelliten. Sollten also nicht so sehr in diesen Todmoment kommen. Beides. Musik gefällt nicht und ist laut. Dann machen wir noch Folgendes. Guck mal, wir machen sie einfach aus. Es war ein Experiment. Komischerweise sind die Lieder auch sehr unterschiedlich laut, finde ich. Manche sind sehr leise. Manche nicht. Ja, da sind tatsächlich kleine Flossen dran, weil ich im Moment Teilearmut habe. Ich kann mir einfach so viele Teile noch nicht leisten, weil ich das Upgrade auf die Fab noch nicht habe. Da kommt es hier. So, wir fangen erstmal wieder an, jetzt einen ganz normalen Start hinzulegen. Und ich glaube, mit den Zweien haben wir erstmal ein Gen 1 Netzwerk, mit dem ich leben kann.
Weil zusammen mit den Bodenstationen, die noch verteilt sind, sollte dann hoffentlich der lustige kleine Moon-Satellit eine halbwegs akzeptable Abdeckung bekommen. Aufpassen, jetzt wird er ein bisschen zickig gleich. Zumindest wurde er das eben. Ja, da auch wieder. Alter, reiß dich zusammen. Was ist denn los mit dir? Komm zurück. Brav. Keine Ahnung, was er da für einen kurzen Moment hatte. Ich glaube, dass für einen ganz kurzen Moment noch zu viel atmosphärischer Widerstand. Schön stumpf auch wieder die Action vergessen, fällt mir gerade ein. Aber dann scheint es zu gehen. Und can we please hören so? Die Stage ist nicht besonders hart effizient, muss ich sagen. Come on. Ich glaube, auf der verbrenne ich so viel Fuel. Oh, Sonnenaufgang. Ist es nicht schön. Bin ich einfach noch nicht hoch genug, wenn man die zündet. Da ist das Terrier-Triebwerk einfach noch nicht die richtige Wahl. Aber es ist halt alles momentan so ein bisschen dieser Teileknappheit geschuldet. Das da irgendwie zurecht zu friemeln und trotzdem noch was rauszubekommen. Muss das aber jetzt passen. Das ist ganz gut Geschwindigkeit. Wir haben auch noch ganz gut Höhe. Ja, die können wir ein bisschen korrigieren. Ja, Vertical Speed geht auch nach oben. Sehr schön. So sieht das gut aus. So, 40 Kilometer haben wir gleich. Können wir schon mal anfangen, langsam Antennen auszuklappen. Wie gesagt, ist ein erstes Übergangsdesign. Aber ist erstmal besser, als keinen Empfang zu haben auf jeden Fall. So, Zeit für mich, ein Schlückchen Wasser zu trinken. Zeit für die Sonde, erstmal weiter zu fliegen. Und dann können wir den nämlich gleich oben aussetzen. Ich glaube, der müsste auch ein bisschen besser mit dem Sprit zurechtkommen, weil wir zumindest halbwegs sowas wie ein Gravity Turn geflogen sind. Und aus. So. Und der müsste sich jetzt eigentlich auch dadurch ein bisschen besser zu dem positionieren. Mal gucken, wie es aussieht gleich. Das sieht gar nicht so schlecht aus, dass er mit ihm in Verbindung bleibt. Und damit müssten wir eigentlich ein Netzwerk haben, was schon ausreicht, um immer an Kerbin vorbei Funk zum Moon zu senden. Das ist alles noch nicht perfekt. Aber es ist schon mal gar nicht schlecht. So. Zack. Dann jetzt Prograde.
So, und den müssen wir jetzt auch auf 5 Stunden 33 bringen. Ich darf ihn nicht komplett geostationär machen, weil dann werden die nicht mehr zueinander passen, sondern die müssen einfach die gleiche Umlaufzeit ungefähr bekommen. Dann reicht das für einen Anfang. Und dann ist okay. Zip. Ich würde sagen, wir sind gleich auf der Apoapsis. Wir können gleich brennen. Ich habe das Fenster nicht auf. Ich habe es nur so ein Spalt. Dachfenster so leicht angeklappt. Sind nicht meine Vögel. Das ist draußen irgendwo im Garten. Das sind so echte Vögel, also so frei lebende Vögel, meine ich damit. Keine in Gefangenschaft lebenden. Also ich habe keine Vögel als Haustiere. So, 5 Stunden 33 ist so ungefähr die Zeit, die wir anpeilen. Bis wann streame ich heute? Bis ungefähr um 10. Ich werde relativ pünktlich Schluss machen, weil ich muss morgen früh um 5:30 Uhr ist Boarding für den Flieger. Das heißt, ich muss sehr, sehr zeitig raus. So, 33, fertig. Das sind jetzt leichte Abweichungen, aber wie gesagt, die beiden Dinger, das ist so jetzt erstmal wie gekonnt und nicht gewollt. Nee, gewollt und nicht gekonnt, so rum. Und damit haben wir dann jetzt erstmal ein bisschen Unterstützung für die erste Moonprobe, um Empfang zu bekommen. Wohin geht's denn? Es geht nach Paris für 2 Tage. Schöner Kurs. So, guck mal, das sieht doch bisher ganz gut aus. Strom hat er auch. Ja, dann setzen wir gleich mal zu unserer ersten Mondlandung an, oder? Bin gespannt. Was ist los? Reichweite? Ist Reichweite ein Problem? Irgendwas ist ein Problem. Ist der Moon dazwischen? Nee. Was ist denn gerade los? Shit. Reicht die Reichweite nicht? Ach nein, die Probe ist irgendwie, hat sich rausgedreht aus der Sonne. Ach nee, das ist ja jetzt richtig ärgerlich. Die hat sich aus der Sonne gedreht. Ach wow, so ein Mist. Ich weiß nicht, was sie gezogen hat. Wieso hat die sich denn aus der Sonne rausgedreht? Wir können jetzt eigentlich nur hoffen und warten, dass die sich irgendwie in die Sonne wieder reindreht. Super shitty. Ich habe die genau andersrum geparkt. Ich verstehe gerade nicht, warum sie plötzlich genau. Hat sich ja direkt um 180 Grad gedreht. Ich hatte sie andersrum mit SAS eingestellt. Ich verstehe gerade nicht, warum sie jetzt andersrum ist. Das verstehe ich wirklich nicht. Ich mache mal ganz kurz einen Sprung zum Space Center und wieder zurück. Ich weiß es nicht, weil ich habe sie ja wirklich extra an der Sonne ausgerichtet, bevor ich die ganzen anderen Sachen gemacht habe. Na, es ändert nichts daran, dass sie eine Schleife fliegt. Die Ausrichtung bleibt immer gleich. Das ist ja nur der Flugpfad. Die Probe an sich beginnt sich ja nicht zu drehen. Deshalb wundert es mich auch, dass sie jetzt komplett entgegengesetzt ist. Das ist etwas ärgerlich. Sagt er jetzt? Sagt immer noch kein Strom. Das Problem ist, die wird früher oder später wieder Strom kriegen. Irgendwie. Weil irgendwann mal da Licht drauf scheint, hilft uns aber jetzt gerade relativ wenig.
Tja, Freunde. Kleiner Mondvorbeiflug mit ohne irgendwas. Wow, super ärgerlich. Tja, die können wir vergessen im Moment. Na, sowas ärgert mich ja, wenn es irgendwie aus so unerklärlichen Spielgründen rumbuggt und plötzlich die Probe einfach andersrum ausgerichtet ist. Aber wirklich 180 Grad andersrum. Müssen wir noch mal starten. Dann müssen wir noch mal zum Mond starten. Es hilft nichts. Zum Glück hat die Rakete nicht so viel gekostet. Die Probe ist an sich auch nicht verschwendet oder so. Die wird irgendwann wieder Strom kriegen. Dann können wir gucken, ob wir noch mal einen Moon Encounter provozieren können. So. 30 Teile. Alles gut. Neuer Anlauf. Los. Geht's. Na gut. Na gut. Action Group. Hier war jetzt nur ein Dings. Eine Antenne. Da lohnt die Action Group nicht. Ja, das kann schon sein, dass sie später gegen den Mond knallt. Das ist richtig. Aber vielleicht dreht sie sich. Also die Sonne wandert ja weiter und die Probe bleibt fest ausgerichtet. Das heißt, irgendwann kriegt sie wieder Sonne auf die Solarpanel. Und dann ist sie auch wieder benutzbar. Bis dahin ist sie aber erstmal out of action für uns. Und da wir so lange nicht warten wollen, starten wir einfach eine neue. Gar nicht schlecht, dass man Gravity Turn diesmal. Wir haben das sehr gut getroffen. Das Speed ist auch jetzt knapp an den 300 dran. Mit der Nase. Für einen kurzen Moment will die Rakete dann Krieg haben. Sie fängt sich zum Glück auch relativ schnell. Jetzt müssen wir sie auf Höhe bringen, damit sie aufhört, so mistig zu mir zu sein. Das Schlimmste haben wir höhentechnisch durch. Eine Atmosphäre. So, ab jetzt wird es nur noch besser. Und leichte Hitzeeffekte an der Rakete, aber nichts Wildes. Höher müssen wir noch.
diesmal achten wir darauf, dass wir bei der Probe bleiben. Dann sollte die sich nämlich auch nicht wegdrehen. Also ich glaube, die Magic Orbital Science kann man behalten. Surface Experiment Pack kann man, glaube ich, tatsächlich überlegen, ob man das im Modpack wirklich noch braucht. Ich überlege auch, ob ich es langfristig rausnehme. Weil eigentlich ist es eine Doppelung letzten Endes. Also inhaltlich macht es das Gleiche. Und da jedes Mod immer auch die Stabilität und den RAM-Verbrauch verändert, also die Stabilität gefährdet und den RAM-Verbrauch halt normalerweise einfach steigert, kann man sich das auf jeden Fall überlegen, ob es für einen selber Sinn macht, ja. So. Can we land this? Yes, we can. Aber erstmal müssen wir es zum Moon bringen. Das wird so Stage 1 der ganzen Geschichte. Sind wir auch gleich. Also aus der Atmosphäre sind wir schon mal raus. Oh nein, wisst ihr, was ich vergessen habe? Die blöde Antenne aufzuklappen. Oh, warum fail ich gerade so hart? Ich bin mir aber relativ sicher, dass wir noch eine Bodenstation bekommen, an der ich das fixen kann, wo wir mit dem Probe Core, mit der integrierten Antenne rankommen. Nee, hier habe ich keine Beschränkung auf die Zündung der Triebwerke. Das ist kein RSS. Noch ist es nicht schiefgegangen. Mal sehen. Hier hinten kommt irgendwo noch mal eine Bodenstation. Die bräuchte ich. Come on. Ich weiß, dass es eigentlich geht, im niedrigen Orbit zu fliegen. Ohne eine Antenne, weil es die Probe Cores können. Ja, da ist er. Okay, sehr schön. Und damit können wir jetzt Verbindungen zu den großen herstellen. Sehr gut. Okay. Knapp. Also ich kann dir erklären, warum es gibt ein gewisses Szenario, oder bei manchen Rechnern scheint es so zu sein, dass KSP flüssiger läuft, wenn du Scatterer installierst, weil das mit den Grafikeffekten irgendwie besser umgeht. Also probier vielleicht mal einfach nur Scatterer zu installieren in deiner Vanilla-Installation. Du wärst zumindest nicht der Erste. Ja, ich habe schon von mehreren Leuten gehört, dass bei ihnen es mit Scatterer performanter läuft tatsächlich. Und das, der Witz ist, dass es auch noch hübscher ist. Ich glaube, das wird nichts mehr. Das ist jetzt eher so ein Wunschtraum. Naja, gut, ein bisschen übersteuern geht's, ne? Ist okay, dann nehmen wir den einfach direkt, den Burn. Dann haben wir das schon mal in einem Abwasch erledigt. Ach so, Scatterer ist es nicht. Wer behauptet sowas? Das Forum. Ich habe mehrere Foreneinträge schon von Leuten gelesen, dass es mit Scatterer bei ihnen tatsächlich performanter läuft. Ich habe sie jetzt nicht zitierbereit. Zack. Tschüss.
Und los. So. Unterwegs zum Mond, zweiter Anlauf. So, diesmal sollen wir gucken, dass wir, sobald wir mit dem Burn durch sind, unsere Nase wieder Richtung Sonne ausrichten, damit auf den Solarpanelen Licht ankommt. Und dann hoffen wir mal, dass er heute mitspielt. Technisch macht mal gar keinen Sinn, dass es besser laufen könnte. Das kann ich dir nicht beantworten. Ich kann dir nur sagen, was ich da gelesen habe. Ist auch schon eine Weile her, aber das war die Aussage, die hier stand. So. So, hier werden wir jetzt gleich eine kleine Mitkurs machen. Minus. Focus View. Das ist mein Flugpart. Oh, cool. Dann nehme ich den noch so. Also ein bisschen aufpassen. Hier ist noch Kerbin gut in Sicht. Das heißt, so sollten wir auf der Periapsis arbeiten können. So, und jetzt drehen wir das Gefährt mit seinen Solarpanelen in die verdammte Sonnenrichtung und hoffen inständig, dass das diesmal ein bisschen besser funktioniert als beim letzten Mal, weil unsere Nase so ausgerichtet bleibt. Ich bin gespannt. Los geht's. Guck mal. Strom. Und genau so hatten wir die Probe halt auch verlassen. Und was mich wundert, ist, dass sie wirklich 180 Grad gedreht unterwegs war. Weil das ja eigentlich nicht sein kann. Weil eigentlich passiert ja genau das. Alles andere bewegt sich, aber die Probe bleibt ausgerichtet. Mit ihrer Nase in Richtung der Sonne. So wie es hier jetzt auch ist. Ich verstehe es nicht. Verstehe nicht, was mit der anderen Probe passiert ist da. Sehr, sehr eigenartig. So, jetzt bin ich auch noch ausgerichtet in Richtung der Sonne. Es ist mir ein Rätsel. Aber gut, bei der anderen Probe habe ich weggeschaltet. Mag sein, dass ihr das nicht so gefallen hat. So, high over. Wir machen auf jeden Fall den Magnetometer-Scan. Wollen wir echt nicht ausklappen. Zack. Und den Köder einfahren. Mystery Goo würde ich jetzt noch aufheben. Ich würde gerne eins Low Over und eins. Ah, sehr schön. Wir sind wirklich mit dem Gesicht in Richtung, mit dem Funk in Richtung Kerbin komplett frei. Das ist sehr, sehr gut. Ja, danke. Ich habe gerade nichts Biomsensitives mit dabei. Ach, du kriegst einen Auflösungs-Change, wenn du raus tappst. Das ist ja ärgerlich. Ja, klar, du kannst die Rakete natürlich auch drehen, aber ich habe kein Persistent Rotation drauf und damit wird die Drehung, sobald du wegschaltest, beziehungsweise sobald du in Zeitraffer gehst, halt auch gestoppt. So, wir müssen retrograd fliegen.
und Feuer frei. Sehr gut. Dann hätte ich gesagt, tja, natürlich ist jetzt gerade die Seite, auf der wir Funk haben, irgendwie im Dunkeln, ne? So weit rausgehen die Jungs. Wenn ich sie hier habe, könnte ich auf der leicht besonnten Seite arbeiten. Das würde mir auch relativ viel Zeit geben, weil sie da eine Weile sind. Ich glaube, das mache ich auch so. Also, jetzt machen wir erstmal Lucky Lucky. Nochmal Magnetometer. Ach ja. Willst du immer noch nicht, richtig? Willst du immer noch nicht. Das ist halt eine Sonnenfinsternis. Was ist eine Sonnenfinsternis? Also würde der Moon Kerbin komplett beschatten, ist das eigentlich? Ich weiß nicht, ob hier sich gerade eine Sonnenfinsternis andeutet. Das könnte sein, dass da gerade eine beginnt. Aber ansonsten ist das jetzt einfach nur Neumond. Es ist halt keine Sonne auf dem Mond. So, zweimal Magnetometerdaten haben wir schon. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier um den Moon rumkommen. Ja, thank you. Ins Sonnenlicht. Das ist schon mal eine gute Sache. Und wir wollen die Nase da hoch haben. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Gut, andere Richtung wäre vielleicht ein bisschen effizienter gewesen, aber auch so kommt man irgendwann in der Sonne an. So, dann haben wir das nämlich und wir haben hier gerade noch Empfang, ne? Ist das nicht alles schlecht? Schöne Grüße, Andi. Schöne Grüße auch an dich. Doch, das könnte funktionieren. Ne? Im Prinzip könnte es sogar so funktionieren. Es ist halt super knapp über dem Horizont. Ne? Ich glaube, ich hätte da gerne so einen Satelliten zur Zusatzabdeckung. Weil wenn ich jetzt hier wirklich auf dem Horizont runtergehe, also auf eine Landung, glaube ich nicht, dass ich noch Empfang habe. Hier hätte ich aber, ich sehe die Bahnen der Satelliten. Das heißt, was ich jetzt machen würde, ist auf jeden Fall erstmal noch im Orbit fliegen. Ich warte, dass der Satellit hier quasi aufgeht. Für mich. Damit ich über den relayen kann. Und ich glaube, dafür müsste ich noch einen zweiten Orbit fliegen. Ja, nächsten Orbit nehme ich ihn. Weil jetzt kommt er hier raus und dann wird er gefolgt vom nächsten Satelliten. Das heißt, ich habe jetzt ein gewisses Zeitfenster, in dem ich relayen kann, meiner Meinung nach, wenn diese Verbindung weggeht. So. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich retrograd ansetzen. Probieren wir es. Ich meine, es ist eine Sonne. Sie ist genau für das da, was wir jetzt probieren. Viel schlimmer als das kann es nicht werden. Wie viel Delta V haben wir noch? Mehr als genug. Let's do it. Und wir gehen dann wirklich hier irgendwo da, wo das erste bisschen Sonne zu erkennen ist. Also ich würde sagen hier. Und nutzen dann diese Satelliten. Jetzt kommen die beide nacheinander zum Relayen. Wir sind in 9 Minuten da. Das kriegen wir hin. Das wird
Jetzt mal ein bisschen gucken. So, wir sind gerade das erste Mal, glaube ich, in suborbitalen Spaceflight gegangen. Genau, gibt auch wieder schön dick Bonuskohle, weil wir das Moonprobes-Programm haben. Und jetzt. RSS ist auf jeden Fall anspruchsvoller für einen PC, weil du sehr viele Mods laden musst. So, jetzt drehen wir uns schon mal kurzzeitig in die Sonne rein, damit wir schon mal ein bisschen Strom noch tanken, damit die Akkus wieder aufgeladen sind. Im Endanflug sollte es kein Problem sein. Da können wir eins der Solarpaneele tatsächlich in die Sonne drehen. So, jetzt prüfen wir nochmal, ob mein Plan so aufgeht. Ja, wenn ich hier weiter vorne jetzt noch bremse, sagen wir mal, ich lande hier. Und hier sehe ich auf jeden Fall diesen Satelliten auch vom Boden aus. Und der zweite kommt auch gleich. Ja, sieht gut aus. Stopp, 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 stopp. Genau, Strom ist super. Lade ich ein bisschen auf. IQ. Nicht dolle, aber das ist schon ein bisschen besser drin. So, dann müssen wir jetzt gleich nochmal bremsen. Ich würde dann gucken, dass ich hier diese relativ flache Fläche hier anpeile. Wie schlimm das Gelände dann wirklich ist, werden wir sehen, wenn wir gelandet sind. Noch haben wir keine Scans angefertigt. Obwohl wir den ersten Scanner haben, aber ich habe noch keine Scansat-Aufträge. Deshalb mache ich es noch nicht. Ich will Geld dafür sehen. Ich mache hier nichts aus Spaß. Okay, dann lasst uns die Landung ansetzen. Mal gucken, wie es läuft. Kann man das nicht auch mit der Anzeige unten links sehen? Ja, also viele der Sachen kannst du hier auch sehen, die hier oben stehen, aber eben nicht alle. Also zum Beispiel die ganze Exzentrik und so weiter. Hier müsste ich halt immer so hin und her schalten. Wo ist es? Da. Genau. Und hier habe ich alles auf einen Blick. Und ich habe mich halt auch echt daran gewöhnt, das zu benutzen. Genau. Wie gesagt, wenn man sagt, man braucht das nicht unbedingt, dann ja, kann man das weglassen. Aber ich finde jetzt, Kerbal Engineer frisst auch irgendwie kein Brot. Und diese Overlays sind dann einfach recht schön. So, dann bremsen wir uns mal rein. Ins Vergnügen. Und hoffen, dass wir unsere erste Moonlandung hinbekommen. So. Auf geht's. Zeitraffer an und wir fliegen abwärts. Wo ist denn der Dings mit drin? Auf geht's, Freunde. Das sieht ganz gut aus von der Landezone. Das muss der große Krater sein, den wir gerade sehen. Und wir peilen im Moment hinter diesem Krater knapp. Ich würde gleich noch ein bisschen bremsen wollen, auch schon mal vor dem Suicide, damit wir auf jeden Fall vor diesem Krater auf die flache Fläche gehen. Weil da ist so ein bisschen slopy. Und jetzt sind wir hier oben drauf. Ich hoffe, das passt. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen.
Okay. Die wird nicht ganz zu sein. Ich gebe uns ein paar Sekunden Puffer, weil ich bin nicht so knapp an Sprit, dass ich es riskieren muss. So kann ich noch ein bisschen was retten im Zweifelsfall. So, 10 Sekunden Puffer und los geht's. Bremsburn läuft. Jetzt ein bisschen Schub raus. Ja, ich glaube, hier können wir stehen auf dem Triebwerk. Das ist machbar. Weil hier diese Delle da wäre ein bisschen gefährlich geworden. So, jetzt können wir hier schon mal dafür sorgen, dass unser eines Panel in Richtung Sonne zeigt. Und das sieht sogar gut aus, dass wir noch Körben sehen. Also sogar mit direktem Kontakt. Ist gar nicht mehr so viel Platz. Nein, sie kippt. Ah, super ärgerlich. Ich habe halt nicht besonders viel Reaction. Wir müssen mal gucken, ob wir das gelöst bekommen. Erstmal sind wir angekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein World's First Milestone. Landed on the surface. Damit können wir. Ja, es war mit dem niedrigen Reaction Wheel, war es ein bisschen zu befürchten tatsächlich. Ja. Damit können wir jetzt erstmal ein Stück weit arbeiten. Also, Temperaturscan, check. Atmospheric Pressure Scan, check. Mystery Goo Observation einmal, check. Und Material Study einmal, check. So, Magnetometer, da gehen die Probleme nämlich schon los. Eieieiei, ich weiß nicht, ob ich die gedreht kriege. Wir sollten erstmal alles sammeln und rausfunken, was irgendwie halbwegs cool ist. Zack. Ich bin aber auch nicht mit dem in der Sonne besonders gut. Ja, gut, er lädt, ne? Also er hat ein Exposure. Das heißt, wir können das probieren. Wir versuchen jetzt erstmal die Signs rauszukriegen, die voll durchgeht. Okay, das Zeug ist raus. Das ist schon mal besser als nichts. Wir haben das jetzt rausgefunkt. Das heißt, die Wissenschaftsdaten, die wir funken können, verlustfrei, die sind gefunkt. So, jetzt müssen wir mal schauen, was passiert. Das hat mir tatsächlich ein Stück weit geholfen, ehrlich gesagt. Vielleicht kriege ich so einen Start hin. Ehrlich gesagt, könnte ich dadurch einen Start hinbekommen. Die können wir auch direkt funken. Haben wir noch genug Strom? Ja, und wir laden auch. Die Frage ist, gehen wir das Risiko ein? Ich liege jetzt in der Position, aus der ich eventuell hochziehen könnte. Es ist halt super gefährlich, ne?
Ist halt super gefährlich. Aber es könnte funktionieren. Es muss nicht, aber es könnte. Aber ich habe gar keine Wahl, ehrlich gesagt. Also ich kann hier nicht besonders viel anderes tun. Ich nehme jetzt nochmal einen Schluck Wasser und dann probieren wir es einfach. Vielleicht reicht's. Liege nämlich wirklich wie auf einer Abschussrampe durch den kleinen Mystery Goo hier unten auch. Wir haben sehr, sehr hohe Trust-Weight-Ratio. Das heißt, das kann funktionieren. Schießen uns jetzt einfach ab. Mal gucken. Im Zweifelsfall geht es kaputt. Dann ist das so. Wir können uns nämlich jetzt schon das Update leisten und können das nächste Raumschiff mit Landebeinen fliegen. Aber wir probieren jetzt trotzdem, das Ding hier zu starten. Ich kann mit F5 speichern. Ich kann nicht mit F5 speichern. Quicksaves sind bei mir abgeschaltet. Deshalb no risk, no fun. Tieffliegerstart! Tieffliegerstart! Wie gut ist das denn? Sie! Nice! Das ist richtig gut gegangen. Das ist richtig gut gegangen. Wow. Das war der Hammer, Freunde. Das war richtig der Hammer. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir nicht zu spät unsere Zirkularisierung machen. Denn dann haben wir keinen Empfang mehr und knallen stumpf auf den Mond. So, ein bisschen weiter können wir noch. Ich sehe da zwei Satelliten. Es dauert noch eine ganze Weile, bis die hinterm Horizont verschwinden. Das heißt, wenn die Relays sauber funktionieren, ich möchte das nicht riskieren. Ich arbeite jetzt ein bisschen treibstoffineffizient, aber dann ist schon mal das Schlimmste geschafft, würde ich sagen. So, better safe than sorry in dem Falle. Lass uns jetzt mal durchrotieren. Damit haben wir schon mal halbwegs sichergestellt, dass wir den Orbit nochmal anheben können. So, und jetzt schauen wir mal. Wie viel davon noch kommt. Hi Sunnyfruit, na? Winter ist nicht okay. Einmal Winter lasse ich zu. Aber ein Doppelter war es nicht. Aber sah cool aus, der Start. Tatsächlich wie so ein kleiner Space Fighter. Aber wir hatten echt Glück, dass er genau so rumlag und auf dieses Mystery Gooding draufgefallen ist. So, wir haben alles eingesammelt, meine ich. Also hier drin sind jetzt nochmal, guck mal, wenn wir hier reingucken, 18, 60 sind 78. 78 hatte ich gerade gesagt, ne? 97, 27, 125, 126 gerundet dann. Hatte ich gerade 126 gesagt? Ja, ne? 126, 150 Science, 150 Science, das ist gar nicht schlecht. Plus ein bisschen Bonus, weil wir zurückkommen. Wenn wir das Ding jetzt noch gelandet kriegen, dann ist echt alles richtig gut. So, hier auf jeden Fall schon mal Sicherheit herstellen, dass das nachher nicht unser Problem wird. Pre-Deploy bei 4000 Metern, Full-Deploy bei 1000, Close Arm. So, du kannst wieder rein.
Jetzt schauen wir mal. Nee, aber guck mal, er relayt nicht über den Satelliten, ne? Warum nicht? Warum? Das finde ich interessant. Warum relayt er jetzt gerade nicht? Wahrscheinlich, weil meine Sendereichweite nicht oder Sendestärke hier nicht ausreicht. Guter Punkt. Aber gut, dass ich es sicher gespielt habe. Interessant. Interessant. Weil eigentlich sieht er ihn ja noch hinterm Mond. Also ich sehe ihn ja auch von hier. Aber irgendwie sieht er das. Er sieht das nicht so, dass er ihn noch sieht. Ja, aber ich hätte gedacht, dass noch ein schwaches Signal durchkommt, aber es scheint komplett abzureißen, weil er hat ja auch noch ein Signal zur nach Kerbin geschafft, aber da scheint ihn das Deep Space Network einfach zu retten von der Trackingsstation, weil er da wahrscheinlich einen Sendestärkenbonus bekommt, wenn er in direkten Kontakt ist. Ist nicht ganz so wild, wir müssen jetzt wie gesagt nur ein bisschen das hochziehen, sobald wir hier drüben wieder... Oh, Electric Charge sieht gut aus. Sobald wir hier drüben wieder sind. Okay, hier sieht es besser aus. Also wir brauchen auf jeden Fall für die nächste Moon Probe brauchen wir ein bisschen mehr Sendeleistung. So. Und jetzt können wir noch direkt schnell den Abflug machen. So, ab nach Hause. Acht Sekunden Burn. So, dann fliegen wir ihn mal in die Heimat zurück. Und gucken, dass wir einen sauberen Wiedereintritt hinbekommen. Das wäre doch schon mal was. Und dann hätten wir nämlich auch unser erstes Biom abgeschlossen. Ich muss noch mal gucken, wo wir dann gelandet sind. Aber waren das Midlands? Waren das Lowlands? Gleich werden wir es nochmal sehen. Aber... das ist dann auf jeden Fall Midlands. Midlands haben wir abgeschlossen. Wir müssen in drei Biomen ja landen für unseren Contract. Und wir müssen noch schauen, dass wir unsere Ausrichtung wieder neu machen. Where's the moon? Das ist er, ne? Dieser schwarze Brocken da hinter mir. Nur schon mal die Solarpaneele in die richtige Richtung drehen. Dass, falls wir uns zu lange hier aufhalten sollten, dann auf jeden Fall wieder Strom kommt, wenn wir Kontakt haben. Der Sonne, da ist sie aber auch schon wieder. Sehr gut. Und Erdumlaufbahn, also Kerbin-Umlaufbahn. Pup. Sehr gut. So far, so bad. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal ordentlich eingebremst bekommen. Und hier sollte jetzt aber das Satellitennetzwerk uns ein Stück weit helfen, falls wir mal keine Station haben. Im niedrigen Überflug. Wie viel habe ich noch? Ich habe noch 614 Meter pro Sekunde. Damit kann ich nicht komplett das Ding nochmal provozieren, aber... was ich tun kann, ist gleich noch mal ein bisschen einbremsen, damit es mir nicht ganz so übel geht. Hier haben wir jetzt auch schon eine Funkverbindung parallel zur Verfügung, falls irgendwas schief geht.
Ja, dann hoffe ich, dass meine kleine Landeeinheit, das Ding ist gearmt, also meine kleine Landeeinheit funktioniert. Ich gebe ihr jetzt noch so ein bisschen bessere Überlebenschance gleich noch, indem ich noch mal richtig hart bremse, kurz bevor es in die Atmosphäre geht. Noch ist Platz. Und dann hoffen wir mal, dass das Ding langsam genug wieder eintritt, um. Wir relayen jetzt tatsächlich, oder? Ja, wir haben keinen besonders guten Empfang. Düp, düp, düp. Irgendwie da drüben hin. Ist nicht geil, ist aber so. Ah, so sieht das aus. Okay, das heißt, wir kriegen aber auch gleich Empfang. Jetzt sollte ich mich hier nur nicht zu lange drin verlieren. Ich wollte nur noch bremsen. Insgesamt ein bisschen zumindest. Dann ist das nicht mehr ganz so schlimm. So, ich bleibe jetzt einfach mal der Vorsicht halber so ausgerichtet. Also quasi retrograd. Macht dann das SRS aus und disconnecte mich. Fingers crossed. Okay. Ich habe sogar eine Verbindung. Hoffen wir mal das Beste. Also ich kann sogar noch mit SRS ein bisschen gegenhalten. Wir sind nicht ganz so schnell. Emulator läuft. Hoffen wir das Beste. Weil das würde diese Mission erledigen. Und wir haben schon mal ein Biom hier unten auch erledigt. Und es würde auch wieder einen World Record, glaube ich, setzen. Ich meine, das ist auch noch mal ein Rekord, wenn man zurückkommt erfolgreich. Funkkontakt ist weg. Das ist ein bisschen unschön, aber das ist wahrscheinlich das Plasma-Blackout jetzt. Hätte ich vorher noch SRS rausnehmen sollen. Wir werden sehen. Kann es eh nicht viel machen. Oh, was bekommt der Hitze? Probe-Core selber. Tatsächlich. Mal sehen, ob er das durchsteht. Das Problem ist, das SRS an ist. Der zieht ihn so nach und nach mit dem Heat Shield aus dem Windkanal raus. Da machen wir ein bisschen Sorgen drum gerade. Blätter ist genug da. Er müsste jetzt mal ein bisschen härter bremsen. Dann klappt das auch noch mit dem Nachbarn. Da ist der Rest vom Schützen fest. Hier kommen wir. Ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, dass es funktioniert. Trotzdem, dass wir so ein bisschen off-center gehen. SRS hätte ausgemusst. Das, wie gesagt, ist noch so eine Sache. Das hätte tatsächlich ausgemusst. So, und ich kriege jetzt natürlich auch keinen Empfang mehr, glaube ich. Trotzdem, dass der Plasma-Blackout vorbei ist. Doch, ich kriege tatsächlich Empfang. Ja, dann machen wir das SRS aus. Ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal relayt, aber er relayt. Ach, er geht direkt. Okay. Er geht tatsächlich direkt.
Showstopp ist okay. So, jetzt schauen wir mal, ob das mit dem Fallschirm funktioniert. Auch da bin ich eigentlich ziemlich unbesorgt. Also um den Wiedereintritt hatte ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Ach, guck mal, sogar innerhalb eines, in der Nähe eines Bevölkerungszentrums. Ja, Fallschirm ist auch safe. Höhe über Boden. Bei 3000 Meter kommt, glaube ich, der Pre-Deploy. Empfang ist weg. So, okay. Sieht gut aus. Da ist der Pre-Deploy. Und bei 1000 Meter kommt der Full-Deploy. Sieht sehr gut aus. Wir fallen auch nicht auf eine Felswand drauf. Das ist auch immer super peinlich, wenn im Prinzip alles klappt und dann fällst du auf so eine Felswand wieder hier so drauf und dann rollst du runter und explodierst. Kommunistische Känguru, schönen guten Abend. Ganz herzlich willkommen. Das sieht gut aus. Ich glaube, unsere erste Moon Return Mission ist ein durchschlagender Erfolg und die finanzielle Basis, die wir brauchen, um die nächste Mission noch besser zu gestalten. Und es kommen, glaube ich, auch ein paar Wissenschaftspunkte bei rum. Vielleicht können wir uns auch was Nettes kaufen, was Nettes Technisches. Schnapspraline gefällig. Der Flugrekorder ist unterwegs. Wir haben jetzt schon 91. Das heißt, ja, wir können uns dann vielleicht so drei Sachen kaufen, wenn es gut läuft. Zwei auf jeden Fall. Kommt ein bisschen darauf an, wie viel Science wir dafür bekommen, dass die Kiste zurückgekommen ist. Und jetzt gab es World First Milestones. Das sind nochmal 93.000, dass wir zurückgekehrt sind. Und wir haben ein paar Contracts erledigt, nämlich Explore the Moon. Und das bringt uns auf 870.000. Sehr schön. Success! Und wir haben noch so viel Zeit. Wachsen, schönen guten Abend. Da mal direkt herzlich willkommen bei den Kommandanten und vielen lieben Dank für dein Follow. Viel Spaß beim Zugucken. Oh, das haut genau hin. Drei Sachen können wir uns kaufen. Da haben wir noch zwei Science-Punkte übrig. Yes. Richtig gut. Also, was ich jetzt mal vorwegnehmen würde, wir machen auf jeden Fall dieses Upgrade, damit wir nicht mehr mit 30 Parts rumdödeln müssen, weil das kombiniert mit 140 Tonnen ist schon mal eine ganz gute Maßnahme, um arbeiten zu können. Und jetzt können wir uns mal überlegen, was wir so brauchen, um gut unbekörbelt, erstmal unbekörbelt, auf dem Mond landen zu können, auf dem Moon. Was ist hier noch mit drin? Kleine Stack-Separatoren, der kleine Adapter. Okay, hier sind so die Adapter drin, Docking-Ports, Universal Storage Sachen. Ich frage mich, wann ich den ersten Universal Storage Kern bekomme. Es wundert mich, dass ich so Teile bekomme, aber nicht die Anbaumöglichkeiten. Das verwirrt mich etwas. Das ist eher für lebendes Personal. Space Exploration sieht auch sehr nach Kerbals aus. Ist auch alles Universal Storage Zeug fast komplett. Advanced Flight Control ist nett, ist aber noch nicht für unsere Stage hier. Der kleine Spark, der könnte natürlich interessant sein. Für Landung da, der kleine Fuel Tank auch, dann könnte man wirklich mal eine kleine Rakete bauen. Fairings, oder? Ja. Auf jeden Fall Fairings, das nehmen wir mit. Telescopic Joints. Weitere Decoupler. Ein paar Robotic Parts, was ist das?
Material Processing. Und das erste Universal Storage Teil. Alles klar, das macht Sinn, dass wir die Sachen mal anklippen können hier. Kirk, let's play, hau rein. So, dann haben wir nämlich schon mal das Ding. Da sind auch ein paar neue Experimente mit dabei. Ich glaube tatsächlich, Experimente wäre jetzt auch so die Ansage für den nächsten investierten Punkt. Guck mal, hier ist noch das Magnetometer drin. Hier waren ganz viele Sachen, aber sind da Experimente mit dabei? Wassertank, Recyclingmodule. Nope. Nope, nope. Nö, also hier ist ein Experiment, allerdings eins, was wir schon durchgeführt haben. Es noch andere Sachen? Stabilizer. Ich gucke gerade, ob wir noch irgendwo Wissenschaftspunkte herbekommen. Aber ich glaube so richtig nicht, ne? Was haben wir alles? Das wäre dann halt für später interessant. Vielleicht heben wir uns das noch auf, weil ich jetzt gerade gar nicht weiß, wofür ich das einsetzen würde und konzipieren jetzt auf Basis des Gelernten. Da ist noch irgendwo eine Antenne. Das muss ich jetzt doch nochmal gucken. Aber ich glaube, die beste Antenne haben wir gerade schon irgendwie, ne? Naja, außer diese Oversized Intelligence Antenne. Okay, lass uns mal gucken, ob noch Science Data from Space Around the Moon. Radial Decoupler Escape Trajectory, okay. Moonstone Back, bla bla bla. Okay, wir können die nächste Sonde bauen. Und jetzt haben wir ein bisschen mehr Luft. Das macht es doch deutlich einfacher. Ich würde sagen, wir bauen jetzt auf Basis der vorhandenen Moonsonde. Allerdings bauen wir sie halt ein bisschen landekompatibler mit den zusätzlichen Teilen. Wir müssen nämlich eh noch zwei weitere Biome besuchen. Was prinzipiell ganz gut machbar ist. Erster Schritt, wir bauen Beine an das Ding ran, damit es uns nicht wieder umkippt. Das war nämlich ein bisschen peinlich insgesamt. So. Zweiter Schritt, und da muss ich jetzt mal gucken, ob das schon funktioniert, wäre der Wunsch da, bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wo die eingeordnet sind. Universal Storage hatte ich doch gekauft. Überhaupt da nämlich so ein paar Experimente, die ganz hervorragend. Damit funktionieren. So, das hat auch Batterien. Ich habe da auch schon Fairings für Solarpartikelkollektor gekauft. Das sind jetzt nämlich die Dinge, die wir auf jeden Fall mitnehmen sollten, damit wir auch wissenschaftspunktemäßig von diesen Missionen profitieren. Und wenn wir es inline bauen können, umso besser. Sehr schön. Ist das RWPS-Antenne? Das ist noch ein. Ist das so klein? Zack. Keine gute Idee. Sollte man vielleicht lieber so hinbauen für sich alleine. Waren die Beine tief genug? Checken wir gleich nochmal. Bin aber zuversichtlich. So, was haben wir hier? Ein Radial Tank. Turbid Fairing. Liquid Fuel Tank.
Okay, hier könnten wir quasi noch so Inline-Tanks draus bauen. Sind das eigentlich Sachen aus dem Addon? Nee, die sind nicht aus dem Addon, das ist aus dem. Das ist eine gute Idee. Die sind aus den Mods. So, ich hoffe. Das jetzt benutzen. Das ist ja cool. Sind tatsächlich so gebaut, ne? Oder? Komm, genau. Ah, cool. Aber das kann doch da nicht rausfahren. Naja. Mit viel Liebe lassen wir es gelten, würde ich sagen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Dann können wir hier zumachen. Und Hagen, der tapfere Recke, vielen lieben Dank fürs Follow. Und auch an dich natürlich ganz herzlich willkommen. So, wir waren eigentlich mit den Delta V ganz zufrieden. So, jetzt müssen wir hier nochmal schauen, dass wir unsere Beinchen höhenmäßig auf jeden Fall ordentlich einstellen, dass die, ja, dass die unter dem Antrieb sind. Wir können ja hier diese Gondel auch mitnutzen. So sieht das gut aus. So, dann brauchen wir auf jeden Fall mehr Solarpaneele. Das Drama machen wir so nicht nochmal. Vier Richtungen sind schon mal gut. Und dann gucken wir mal, ob wir das auch noch hinbekommen, ob die hier dran kleben. Ich weiß das nämlich nicht. An diesem Engine Fairing. Das wäre auch zu einfach gewesen. Schade eigentlich. Na gut. Dann gibt es die trotzdem nur von vorne. So, dann stärkere Antenne. Und da würde ich sogar so weit gehen. Auf 4 hochzugehen. Kein Mensch mehr. Denn dich können wir gleich hier mit reinbauen. Ich habe doch ein Experiment von dir gesehen. Oder habe ich dich jetzt vor lauter Geiz nicht gekauft? Ne, den habe ich natürlich wieder nicht gekauft, ne? Aber den klicken wir da jetzt einfach so rein. Hier ist auch noch ein komplett freies Fach. Zack. Pass mal auf, der passt da nämlich super rein. Und kann Appearance machen. Dann hätte ich es gerne so. Da passt der doch super raus. Sehr schön. Das sieht sogar noch gut aus. Doppelt gewonnen. So, 6800 Meter pro Sekunde. Ich überlege jetzt gerade, wollen wir das noch in Fairing packen hier oben? Oder kann es uns eigentlich egal sein? Ich glaube, mit Fairing wäre es noch mal ein bisschen schöner. Und wir müssen Fairings früher oder später sowieso einsetzen und kaufen. Ich glaube, wir nehmen uns ein Fairing mit dazu. Zack.
Es ist halt einfach ein bisschen professioneller, ne? Zack. So, und jetzt haben wir diese ganzen Teileprobleme sind ja wirklich weg. Das heißt, wir können jetzt hier auch sowas tun. Oh, wir können auch was viel Besseres tun. Wäsche was. Wir fliegen jetzt endlich. Mit vernünftigen Booster-Triebwerken. So wie sich das gehört. Da habe ich mich schon lange drauf gefreut. So, da kommt auf jeden Fall zack, Dupsi drauf. Dann. Ne, jetzt ist es Zeit, den Autark zu kaufen. Der Autark ist nämlich einfach echt der stärkere Booster für den Start. Kaum ist die 30-Teile-Begrenzung weg. Genau, dreht er völlig durch. Nur noch am Ausrasten. So. Und dann kommen natürlich die Flossen mit ran. Die lässt mich jetzt nicht mehr nehmen. Habe ich schon. Ich habe Fuel Pipes, aber wir können das auch anders machen. Fuel. So, was habt ihr? Priority 40. Das kann man aber auch schlecht lesen, ne? 40, 40, 30, 30, 40. Passt. Stabilisatoren für die Booster nicht vergessen. Ja, ich mache die gleich noch. Strategy. Autostrad, Heaviest Part, Autostrad gegen das Root Part und hier Autostraden wir auch noch mal gegen Heaviest Part. So, da würde ich doch sagen, Moonprobe 2 ist einsatzbereit. Unsure. So, und ich glaube, damit können wir ganz gut in Richtung Mond starten für unseren zweiten Anlauf. Für die zweite Probe, die auf jeden Fall nicht in den Midlands landen darf, sondern irgendwo anders. Haben wir alles mit dabei? Wir haben genug Funk diesmal auch dabei. Mit dem Ansehen kurz erklären, genau, wenn man mehr Reputation hat, bekommst du schwierige Missionen. Sirius, damit ist es eigentlich schon erklärt. Also gibt es gar nicht so viel zu sagen. Höhere Reputation, komplexere Missionen mit mehr Kohle, mit mehr Herausforderungen. Genau, trotzdem gibt es halt diese Main Missions, die bauen halt ein bisschen aufeinander auf. Also du kriegst halt die Minmus-Verträge meistens erst, wenn du den Moon erledigt hast. Sehr gerne. Ja, dann lasst uns starten. Wenn die Gelddruckmaschine mal läuft, soll man sie nicht aufhalten, oder? Ah, ich gehe nochmal bei den Verträgen gucken. Apropos Gelddruckmaschine, das nächste, was wir upgraden müssen, ist, glaube ich, die Action Group für die Antennen. Guter Punkt, können wir gleich noch machen. Ist das hier und das wird teuer. 902.000 sind wir aber auch nicht so weit von entfernt. Mission Control. Ah, wir können noch hier, da muss ich noch dran denken, wir können das jetzt mal durchführen. Wir haben die Teile frei. Available, Explore Memos, bla 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 bla. Ich habe hier übrigens orbitale Rettungsmissionen. Das heißt, wenn irgendjemand dann von euch seine Kerbal-Dollar einsetzen will, um Astronauten zu bekommen oder einen Kerbonauten, rette ich euch aus dem Orbit dafür. Ne? Weil ich mir das nicht leisten kann, welche zu kaufen. Okay, keine echten guten Missionen. Die Minmus-Mission kommt später. Das machen wir dann. So, jetzt noch eine Action Group für die Antennen, bevor wir starten. Was nehmen wir denn da Schönes?
Erstmal kaufen wir uns Lichter. Das ist mir auch gerade noch eingefallen. Wir sind nämlich in, konnten wir nicht gut landen, weil wegen, naja, Dunkelheit. Sehr schön. Dann machen wir hier noch mal kurz auf und nutzen das Ding, kaufe ich mir auch noch. Weil hier können wir eigentlich echt schön. Da störst du keinen. Da müssen wir nicht ganz so viele Parts verbauen. Das ist jetzt eher so ein wegen, irgendwann kommt das Leck und frisst einen auf. Haben wir hier nämlich die Möglichkeit, mit zwei Höheneinheiten Batterie einzubauen und hier eine Höheneinheiten. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Puffer, falls wir tatsächlich auf der dunklen Seite landen, weil das gibt uns einfach noch mal eine andere Möglichkeit, damit umzugehen. So. Und dann last but not least Action Group. Bremsen werden wir nicht so oft brauchen im Weltall. Entschuldigung, Antenne, Toggle-Antenne. Yes, save und los. Wenn du endlich mal einen Körbel kriegen würdest, weigert er sich im Moment wieder bei dir zu erscheinen. Der Böse. New Extension available, das Plugin mal updaten. Kann das sein? Tatsächlich. Ich prüfe. Ich prüfe. Streamlabs eine neue. Bum, 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 bum. Also bei mir sagte, das aktuelle Ding ist installiert. I'm very sorry. Ich sehe kein aktuelleres, es ist ein Häkchen dran. Can't help you with this. Jetzt starten wir aber. So, dann hoffen wir mal, dass gleich die Separation gut läuft. Und weg damit. Das war gar nicht so schlecht. Schöner Aufstieg unter Boostern. Jetzt müssen wir nur noch die Nase rumbekommen. Dann nochmal einen komplett vollen mittleren Tank.
Ja, vielleicht ist die Lektion daraus, dass das mittlerweile doch am Sonntag ein bisschen voller hier ist, dass man vielleicht mal von den 10% auf 20 hochgeht. Ich werde da mal in mich gehen in den nächsten Tagen und überlegen, ob ich das tun möchte, dass man einfach ein bisschen höhere Chance hat. Hi, Wally zockt. Na? Und ja, Incentive hat sich, es hat sich unglaublich viel getan bei KSP in den letzten Versionen. Viele von den Dingen, die man immer über Mods gemacht hat, sind mittlerweile wirklich, wirklich drin. Guck mal, ich zeig dir was. Das ist Stock. Das hier ist Vanilla. Das ist quasi wie so ein kleines Kerbal Engineer. Da kann man wirklich einiges haben. Und du siehst hier auch Trustweight Ratio, du siehst die Delta V und so weiter und so fort. Das ist wirklich, wirklich gut geworden. Außer den freien Kerbal-Dollars. Na, es gibt so einen Klug-Kerbal, der ab und zu auftaucht. Ich glaube, um den geht es gerade. Der regelmäßig auftaucht beim Teil der Zuschauer. Mit dem kriegt man 100 Körbel-Dollar gut geschrieben. Der soll natürlich belohnen, wenn man aktiv zuguckt. Der ist dann eine Weile da und wenn man ihn anklickt, kriegt man was gut geschrieben. Das ist dieser kleine Körbel mit dieser Leuchte am Kopf. Wenn der im Streamfenster auftaucht, dann kriegt man 100 Körbel-Dollar gut geschrieben. Damit ist es dann natürlich durchaus schaffbar, in überschaubarem Zeitrahmen sich einen Körbel oder einen Raketennamen oder ein kostenloses Abo oder was auch immer zu besorgen. Was halt so die Belohnungen sind. Auch im Fullscreen, ich gehe davon aus, auch im Fullscreen, wenn du das Overlay zulässt. Ich frag mich bitte nicht. Da fragst du mich gerade leider ein bisschen zu viel. Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt aber davon ausgehen. Hast du, wenn du im Fullscreen bist und mit der Maus dich auf dem Fullscreen bewegst, siehst du dann diesen kleinen Daumen-Hoch-Körbel, mit dem du in das Menü reinkommst? Weil wenn du den siehst, müsstest du auch den mit der Lampe sehen können. Die werden ja auf die gleiche. Oh nee, ich habe schon wieder. Nein. Ich habe schon wieder keinen Empfang. Okay, wir müssen wirklich an diesem Funknetzwerk arbeiten. Hashtag bald. Soonish. Come on. Gib, gib, gib. Danke. Cool. Antennen auf. Und flieg. Junge, flieg. La, 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 da, da. Ah, hat zu schnell gedreht. Na, jetzt können wir es auch weiter drehen lassen. Manchmal muss ich ihn einfach durchdrehen lassen. Aber weder in der App noch auf dem Chromecast. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, dass das natürlich nicht überall funktioniert. Aber mit der Zeit sammelt man ja auch durchs Lurken dann die Körbel-Dollars. So, jetzt. Antennen sind draußen. Strom einblenden. Zack. Wir wollen nochmal zum Moon. Denn wir wollen da wieder landen. Heute mal woanders. Mal gucken, mittlerweile müsste auch die Sonne deutlich weiter gedödelt sein. Treffer.
Bisschen mehr als 6 Kilometer darf man schon fliegen. So, zack. So. Can you please? Thank you. Ach genau, die Glücksspiele gibt es ja auch noch. Aber ich erwähne die Glücksspiele einfach nicht mehr. Da haben so viele Leute schon ihr Zeug verzockt. Ich sage da nichts mehr zu. Also die neue Rakete ist auf jeden Fall sehr viel effizienter. Vielleicht lässt die auch Biomhopping zu. Mal gucken. So, und wir müssten... Genau, wir haben ja neue tolle Instrumente mit dabei. Mit denen sollten wir neue tolle Wissenschaft machen können. Solar Particles. Yes. Und MPS. Die können wir eigentlich auch direkt mal funken, ne? Wir haben es ja. So. Das Orbital Teleskop ist, glaube ich, nur für High Orbit, meine ich. Oder wird hier einfach aus Spaß nicht angezeigt? Oder es gibt einfach für Kerbin keine Punkte. Okay. Ich guck nochmal. Ja, ich glaube, da gibt es einfach keine Punkte. So, dann machen wir das nochmal zu. Ah, guck mal, die Sonne geht auf. Ein neuer Tag hat begonnen. Wir müssen noch ein paar Minuten driften. Strom ist ja da. So, ich fange mal an, mich jetzt zu drehen. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr wissenschaftlich aus, unsere Rakete. Du hast schon mal im Flug... Habe ich das schon mal gemacht in einem Flug tatsächlich? Dann habe ich so außen ran gedengelt wahrscheinlich, ne? Aber ist egal, jetzt fliegen wir zum Moon. Dann ist es ja vielleicht da ganz gut aufgehoben. Wir werden sehen. Wenn nicht, wiegt es nicht so viel. Hatte ich das irgendwo... Stimmt, ich hatte das irgendwie mit so einem Metallstück festgeklöppelt da. So, dann auf zum Manöver. Dann schießen wir uns hinaus ins Weltall, um den Moon heimzusuchen. Mal wieder. Mal gucken, wo wir heute landen. Wir könnten so einen Krater nehmen. Mal gucken. Irgendwas, also im Idealfall irgendwas, was im Sonnenlicht liegt. Ehrlich gesagt. Das wäre zumindest relativ hilfreich. Aber wir haben ja diesmal sogar zwei Lampen mit dabei, also. Kann ja eigentlich nur gut funktionieren. Ah, stimmt, oben auf der Spitze, ja, stimmt, da hat man es drauf gesetzt, auf die Kapsel, ne? Ja. Das ist wirklich sehr, sehr leise, der Antrieb. Richtig, richtig Vogel-Action. Also ich höre das über mein eigenes Monitoring auf dem Mikrofon. Das müsstet ihr auch ganz gut hören mit den Vögeln. Hier ist immer... Wir haben so einen großen Baum hinten im Garten stehen und da ist immer richtig Party, was die Vögel angeht. Ich glaube, da wohnen ungefähr 1 Million Vögel drin. So, wie schlimm ist es? Ah, good enough. Good enough. So, wir sind der Sonne ausgesetzt. Dann lass uns doch mal weiterfahren.
Hervorragend, da gibt es auch direkt nochmal was zu holen. Solarpartikelanalyse. Okay, du willst sie einfach wirklich nicht auslösen, richtig? Du willst, dass ich das händisch mache. Funken Sie dies nach Hause, Herr Funker. Das heben wir auf. Und Mr. RWPS. Dich können wir auch gleich noch funken. Da haben wir doch schon mal wieder ein bisschen Science noch reingeholt. Sehr gut. Für den ersten Schwung. Dann können wir weiterfahren. Gut, ich glaube, das können wir uns jetzt sparen. Bis zum Moon passiert ja nicht mehr so viel. Bam, bam, bam. Genau, bis 22 Uhr ungefähr. Ich überlege jetzt gerade, also ich werde die Mission auf jeden Fall noch machen. Ich überlege, ob ich dann noch eine starte. Mal gucken, wie die Uhrzeit so ist. Ich bin jetzt auch nicht super traurig, wenn ich 21:30 Uhr aufhöre, weil wie gesagt, ich muss morgen um 5:30 Uhr Flugzeug boarden. Das heißt so 4:30 Uhr, spätestens 4:45 Uhr am Flughafen sein. Das heißt so spätestens. Oh Gott, ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Eine Stunde vorher losfahren. Halbe Stunde vorher aufstehen. Oh ja. Irgendwie so kurz nach 3 aufstehen. Naja. Naja. Muss ja. So, wir sind aber auf einem guten Kurs dafür. Ja, eigentlich kann man auch direkt durchstreamen, ne? Tja. So, können wir alles einmal machen hier. Log visuelle Observationen. Craters everywhere. Chili. Erstmal alles. Collect all. So, jetzt wieder neu. Collect Solarpartikel. Aufheben und Collect All. So, weil die können wir aus irgendwelchen Gründen kann man die wieder nicht zurückfunken. Die muss man jetzt wieder nach Hause bringen. Ist ja auch okay. Log Radio Place Radio Plasma Wave Data. So, diesmal könnten wir einen High Over Mystery Go machen. Material Study machen wir mal auf dem Boden wieder, weil die Biom empfindlich ist. Okay, los geht's. Weiter im Text. Shit. Ich muss vorher. Erstmal passiert noch nicht so viel. Gut, denn Retrograd. Und den Bremsburn vorbereiten. Dann gehen wir in niedrigen Orbit. Und guck mal, das sieht doch ganz vielversprechend aus. Also vielleicht landen wir einfach in dem Krater diesmal. Du musst morgen ins Krankenhaus. Eieiei. Metall raus. Das klingt nach irgendwas kaputt gemacht am Knochen. Ja, dann toi, toi, toi für deine OP. Und dann weiß ich zumindest, dass ich nicht ganz so jammern muss. Ich muss wenigstens nicht ins Krankenhaus. Ich muss nur zeitig aufstehen. Warum nicht Oberpfaffenhofen oder Darmstadt? Ich weiß. Also, ich hatte eine Zeit lang mal mein Foto vom Darmstädter Kontrollraum drin. Ich habe das dann wieder rausgenommen, weil das so ein bisschen trostlos aussah, ehrlich gesagt. Das war so leer. Und die Monitore waren alle aus. Das fand ich so schade. So soll das doch nicht aussehen, dass man da ganz alleine sitzt. So, dann. Feuer frei. Wie viele Delta haben wir eigentlich noch? Ausreichend.
So, und jetzt gehen wir schon mal runter auf. Und 50 müssten reichen. Dann sind wir nämlich unter den 60. Das müsste close sein. Also Space Near. So, dann kommt gleich ein Verbindungsabriss auf jeden Fall noch auf uns zu. Ich habe die Bauteile vergessen, die ich noch anbauen wollte. Meine Güte. Immer vergesse ich was. Sie wollen noch diesen seitlichen Decoupler und das Triebwerk mitnehmen. Müssen wir unbedingt mit der dritten Moon Probe dann machen. Dass die noch getestet werden. Da ist nämlich noch ganz gut Ermüdungsbruch vom Triathlon. Uah. Oh weia. Jetzt müssen wir kurz warten, bis wir drüben wieder Empfang bekommen. Vorher ist nichts mit Experimente. So, und jetzt sind wir natürlich auch wieder aus dem. Jetzt sind wir wieder high over. Aber wir bremsen uns jetzt mal generell runter in eine etwas tauglichere Umlaufbahn. So, wir haben noch 328 Meter pro Sekunde. Warum vier Antennen? Damit ich genug Reichweite habe, um zurückzufunken. Weil die miteinander stacken. Versucht mal ein bisschen noch rumzudrehen. Und jetzt gehen wir da lang. Ich ziehe das hier noch ein bisschen rüber, dass wir hier nicht so sehr steigen. Da drüben nicht ganz so sehr sinken. Wir haben es ja. Guck mal, so haben wir da drüben Kontrolle und können jetzt auf das nächste Mal auf der Periapsis ordentlich bremsen. Sehr schön. Sind wir in der Sonne? Wir scheinen in der Sonne zu sein. Das ist gut. So, sobald wir unter die 60 gehen, mache ich mal den Science Here and Now an. Wer hätte das gedacht? Wissenschaft. Schon alles eingesammelt? Ich weiß es nicht. Sieht gut aus. So, loggen, senden. Sammeln. Einsammeln. Senden. Direkt noch eine. Senden. Okay, direkt das nächste. Hier war eine sehr hohe Biomdichte. Sehr schön. Ich habe heute noch nicht so viel getrunken, aber ich glaube, ich bin gut dabei. Kann man das sehen? Da so. Ich würde sagen, so, das ist eine 0,7er Flasche. 360 sind es bestimmt schon. Also ist ja so knapp die Hälfte dann. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Bin, glaube ich, im Soll.
könnten auch einfach jetzt landen, ehrlich gesagt, ne? Statt diese ganze Biom-Terror-Sache zu machen. Lass uns retrograd gehen. Da unten ist eh gerade der Krater. Es bietet sich total an, da jetzt reinzufliegen. Lass uns das tun, auch wenn das gerade ein bisschen eine harte Bremse ist. Aber wir haben es ja. Da ist so viel Zeug noch in dieser Stufe drin, dass wir selbst. Also das ist einfach. Wir haben mehr als genug Treibstoff. Wir haben wirklich mehr als genug Treibstoff. Und wir könnten hiermit eigentlich einen Hop dann rausmachen aus dem Krater. Huch. Vielleicht höre ich erstmal auf zu reden und fliege. Dass wir am Kraterrand landen und dann einen Hop machen raus aus dem Krater. Und direkt noch das andere Biom mitnehmen, einfach weil wir es können. Oh, ist der Winter, wenn das ist, dass man ganz wundervoll Yorkshire-Tee trinken und Kaffee und was. Alles kann man daraus trinken. Alles. Die berühmte, die weltberühmte Wintermenzer-Tasse. Wer kennt sie nicht? Wer hat sie nicht? Wer liebt sie nicht? Was gibt's? Bitte bremsen Sie Ihr Raumfahrzeug ordnungsgemäß in diesen Krater ein. Ich würde mal dazwischen so anpeilen. Also ich mache jetzt erstmal Bremse rein. Ich würde versuchen, hier zwischen diesen beiden Dingern zu landen. Dann können wir den Hop hier raus machen noch. Und dann wäre die Überlegung, mit dem verbliebenen Treibstoff in Polarorbit zu starten. Wir haben ja jetzt mit dem Orbital Teleskop tatsächlich was biomempfindlich ist, um damit noch Daten zu sammeln. Diesmal könnten wir es tun. Da verschwindet unsere andere Stufe. Ich finde den Schatten so witzig, wie er sich entfernt. Und wird sich dann hoffentlich bald irgendwo zerlegen. Oh, siehst du, da fällt mir was ein. Ich bin unaufmerksam gewesen. Tranquility Base here. The Eagle has landed. So. Mein Mutti muss ja hier immer schön mit seinen Abos ausgestattet bleiben. So, jetzt sieht der Treffer, glaube ich, schon mal ganz gut aus. Und jetzt machen wir ein Beinchen mal langsam raus. So, Verbindung nach Kerbin sieht sehr, sehr gut aus. Zack. Das sieht gut aus von der Landefläche. Licht ist auch an. Kerbin ist am Himmel zu sehen. Eigentlich alles perfekto.
Muss ich das Ding nur noch. Oh, das ist relativ Hanglage doch, ne? Ich gar nicht gedacht im ersten Moment. Ist doch ganz gut Hanglage. Mal gucken. Mal gucken, ob er das steht. Mit der Höhe. Sollten mal die Instrumente sicherheitshalber einziehen. Cancel, Toggle. 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 Please eingezogen. Thank you. So, Höhe 100 Meter. So, und schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Wie gut nicht. Raus mit der Seitenbewegung. Wir stehen. Mehr oder weniger gut, aber wir stehen. Sehr gerne, Crazy. Ich hatte es vergessen. Eigentlich hätte ich das gestern auch schon mal machen können, aber ich habe es einfach stumpf vergessen. Freunde, wir sind gelandet. Ah, was passiert jetzt? Warum fängt der plötzlich an zu wackeln? Alter, mach mich nicht unglücklich. Warum tut er das? Warum tut er das? Holy shit. Okay, wir sollten uns beeilen. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Karamul, vielen Dank. Gutes Timing. Sehr gutes Timing. Ich habe keine Ahnung, warum der sich gerade so biestig verhält. Die Dinger funktionieren, die Stock-Sachen. Okay, lass uns das erstmal alles einsammeln. So, das haben wir alles. Jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir einen Hop machen Richtung Osten. Na, wir können auch direkt Richtung Norden hoppen. Ist eigentlich egal. Norden sieht halt fies aus, ne? Aber ist egal, ist bergan. Okay, lasst uns den Hop Richtung Norden tun. Dann dort nochmal ansetzen zur Landung. Boah. War ich das schon? Ja, da ist ein schönes Areal eigentlich. Ich glaube, da werden wir recht glücklich werden, hoffe ich. Das müsste da hinten dann irgendwo sein. Und das sollte dann nicht mehr der Crater sein. Ja, und Kalamul, natürlich vielen Dank auch für Verlängerung deines Abos. Und weiterhin ganz viel Spaß mit deinen Emojis. Dämpfung auf 2, Fehlung auf 0,5. Probieren wir das doch mal aus für die nächste Landung. Ich hoffe, der übernimmt das für alle. Ja, sieht gut aus. La, 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 la.
Gegensteuern. Bin echt zuversichtlich, dass wir hier eine schöne zweite Landung noch hinbekommen. Können wir jetzt natürlich keine Mystery Goo und Material Study mehr mitnehmen, aber ich glaube, wir haben auch so schon ganz gut abgesahnt. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Da haut der Wöller einfach mal eine 5er-Sub-Bombe hier rein. Vielen lieben Dank dafür. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Danke, danke. Jetzt wird es ein bisschen lauter. Ich muss fliegen derweil. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Noch habe ich nicht gelandet, Freunde. Noch habe ich nicht. Dämpfung auf 2 und Feder auf 0,5. Ah. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Ist doch fast das Gleiche. Tranquility Base here. The Eagle has landed. So. Ready to bremsen. So, ich glaube, da kommen wir schön zwischen den Sachen hier raus. Walter, Walter, moin. Na? So sind wir ganz gut unterwegs. Hier sieht es auch schön plan aus im Moment. Da hinten ist es noch ein bisschen rubbelig, aber hier kann man, glaube ich, arbeiten. So, dann haben wir immer noch 1174 Delta V im Moment. Also 1100, wenn ich hier fertig bin. Locker noch. 200 Meter. Endcounting. Einfach stehen geblieben. Nichts gewobbelt mehr. Keine Ahnung. Ja, vielen Dank für den Tipp. So, das Zeug ist schon dicht. Hier drin haben wir die ganzen Experimente, aber er schwankt immer noch so ein bisschen. Okay, wir wollen das nicht, dass wir einfach so funktionieren, ne? Log Magnetometer Data, please. Thank you. Video Data. Funk ist raus. Dankeschön. Also, du kannst hier gar nicht. Du scheinbar auch nicht so. Okay, damit haben wir eigentlich erfüllt, oder? Yes. Automated Exploration of the Moon ist erfüllt. Sehr schön. Das heißt, wir können uns als nächstes überlegen, was wir treiben. Ich werde jetzt Richtung Nordpol nochmal starten. Ah, 580. Ich will mit der Probe auch noch zurück, ne? Nee, ich mach's nicht. Ich heb mir das für eine bemannte Mission auf, eine bekörbelte. Wir starten jetzt Richtung Osten und gut ist. Lampen dran, ja, da sind sowas von Lampen dran.
Lass uns mal gucken, wie wir gestartet sind. Haben wir eine gute Möglichkeit, da noch zu arbeiten? Das sieht gut aus. Das sollte funkmäßig kein Problem darstellen. Jetzt natürlich nochmal gucken. Oh, es ist eher ein. Alles noch Moons Midlands. So, dann zirkularisieren wir hier noch schnell und dann machen wir uns auf den Heimweg. Das sieht vielversprechend aus. Wo stehen wir kohletechnisch? 373k. Mal sehen, was wir als nächste Policy aktivieren. Auf jeden Fall hat uns das schon mal wissenschaftsmäßig und geldmäßig ganz gut nach vorne gebracht. Haben einige Gebäude geupgradet. Wir haben jetzt auch schon, wie gesagt, die Möglichkeit, Manöverplanung zu machen. Das ist auch sehr, sehr wertvoll. Ja, die Antennen verbrauchen tatsächlich aktiv nur Energie, wenn sie senden. Ansonsten sind sie zum Glück neutral. Haben wir noch 400 und ein bisschen. Jo, dann auf zum Manöverpunkt. Da haben wir auch Empfang. Alles super. Nur Strom haben wir gerade nicht so gut. Aber das sollte reichen bis dahin. So weit ist das nicht. Upgegradet. Was habe ich gesagt? Geupgradet? Wenn schon Denglisch, dann Denglisch mit Schwung. Boop, boop. So, ja. Aufgewertet. Oh, jetzt kommt der Deutschprofessor. Wir fahren das mal noch aus. Durch die viel zu kleine Luke. Sind schießen wir uns nach Hause. Nach dieser sehr, sehr erfolgreichen Mission. 5, 4, 3, 2, 1 und los. Ein bisschen viel des Guten wahrscheinlich. Ja. Direkt da wieder Eintritt. Raus damit. Tilt Study wäre schön, ist aber verbraucht. Kann nicht immer alles haben. So, dann müssen wir einmal hier noch ein bisschen ausgleichen, weil wir gerade etwas, wie soll ich das sagen, tief in die Atmosphäre reingehen. Ich möchte nicht, dass wir da irgendwie hässlich verglühen. So. So fühle ich mich ein bisschen wohler insgesamt. Und diesmal kommen wir auch auf der Tagesseite runter. Sehr schön. Dann würde ich sagen, okay.
Ach ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch alles gut aus. Kaktussen. Hallo, Freunde. Was sagt man nicht? So, was immer jetzt auch noch passiert. Wir sind vorbereitet. Alles vorbereiten für orbitalen Wiedereintritt. So, jetzt zünden wir hier nochmal das letzte bisschen Sprit raus, um ein bisschen abzubremsen. Wir kommen diesmal auf jeden Fall heißer rein als letztes Mal. Huch. Ein bisschen viel, ganz so hoch will ich nicht. Ende Gelände. So, und dann hätte ich gesagt, bereiten wir uns auf die Heimkehr vor, ne? Es an, SAS aus und die Kabel. Mal gucken, irgendwo nicht so weit vom KSC, vermute ich mal. Alter, sag nicht, ist es nicht stabil. Naus, sag nicht, es dreht sich tatsächlich. Nein, warum willst du so rumfliegen? Sei doch nicht so. Okay, das SRS war wichtig. Schade eigentlich. Also um die Experimente ist es schade, die wir dran an Bord hatten. Ich hab bloß SRS angelassen. Schade. Schade, schade. Ich hätte gedacht, durch den Heat Shield ist das Ding stabil. War es aber nicht. Steckst du nicht drin? Müssen wir irgendwann die Experimente nochmal holen. Steckste nicht drin. So, trotzdem haben wir das abgeschlossen. Moon Probes. Die Frage ist, wie machen wir weiter? Wir könnten das Moon Program jetzt ins Leben rufen, indem wir sagen, jawohl, wir wollen jetzt als nächstes mit Kerbals auf den Mond. Das gibt nochmal Bonus und ich glaube tatsächlich, da ist auch noch was zu holen. Eigentlich wird es Sinn machen, ne? Da jetzt weiterzumachen. Wir haben Punkte, um uns Wissenschaft dafür zu kaufen, also Teile. Ich glaube ja, lass uns das machen. Zack. The Moon Program soll laufen. So, und jetzt brauchen wir für The Moon Program. Minmus ist auf jeden Fall einfacher. Aber wir haben noch ein paar Sachen zu erledigen auf dem Moon.
Ich glaube, so ein Live-Support und so ein Geschlampen macht wirklich Sinn bei uns. So, und jetzt können wir überlegen, wir können zwei Sachen kaufen. Space Exploration. Und Travis, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kommunauten. So. Jetzt mal überlegen, was wir mitnehmen dafür. Hier wäre eine Zweierkapsel, ein Landemodul. Also Bodenstation. Glaube, für den Anfang ist das okay. Hier kriegen wir halt relativ viel Zeug, was uns wirklich in die Richtung bringt. Ja. Gekauft. Wir haben auch schon die etwas größeren Antriebe, Antriebe, Tanks. Jetzt wäre die Frage. Hier ist der Pudel. Großen Booster. Ja, ich glaube, ich nehme den mit. Zack. Dann haben wir das. So, das heißt, nächste Mission ist tatsächlich bemannt, bekörbelt, zum Moon zu fliegen. Unsere vier Kargonauten, die wir bisher haben, stehen da auch zur Verfügung für. Und ich würde jetzt tatsächlich um 21:30 Uhr heute mal finito machen. Einfach weil ich morgen so zeitig raus muss. Dann kann ich jetzt noch in Ruhe meine Tasche packen und dann ins Bett. Und dann kriegst du sogar noch fast 5 Stunden Schlaf. Yay. Ich denke, dafür habt ihr sicherlich Verständnis. So, ich gucke mal, wo man sich heute noch so verlustieren kann. Ich guck mal, vielleicht spielt der Krampfgarten noch. Oh nein, der hustet mich. Ärgerlich. Ja, dann hilft ja nichts. Dann können wir entweder da. Da. Ich glaube, wir gehen mal in diese Richtung. So, da waren wir nämlich auch eine Weile nicht mehr. Einfach mal Hallo sagen und dann wünsche ich euch erstmal einen guten Start in die Woche und wir sehen uns in dieser Woche am Donnerstagabend zur nächsten Folge vom Kerbal Chaos Duo und dann am Sonntag wieder zu Hardcore Colonization. Bis dahin, tschüss.